Ich grüße euch, Freunde der Nacht. Wo ist mein Headset? Hier. Ich sag so, hä, da fehlt doch irgendwas. So, hoffentlich. Das schlägt voll aus. Moment. Warum resettet er das denn immer? Moment, das muss gerade extrem laut sein für euch. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Wie ging das denn jetzt nochmal? Oh, Mist. Das ist halt super laut eingestellt hier. Ich glaube, ich über. Da ist es. Da. So, ich glaube, jetzt ist es angenehmer. So, Freunde, willkommen. Willkommen heute an diesem schönen Donnerstag um 19:51 Uhr. Und wir spielen heute Darkwood weiter. Darkwood ist ein super geiles Game, worauf ich extrem viel Bock habe, es weiterzuspielen. Eigentlich wollte ich heute erst was anderes spielen und heute kam ein Spiel raus, was ich eigentlich heute mit euch testen wollte. Aber ich dachte mir, wir haben Darkwood angefangen, wir müssen es auch umsetzen, wir müssen es auch weitermachen und darauf freue ich mich noch. Hallo Foxit Game Dev. Oh, Dev, das ist ja schön zu lernen. Foxit, was machst du denn Schönes? Da gucke ich sofort mal rein. Bin super neugierig. Sieht man was, was du entwickelst? Leider sehe ich nichts. Was entwickelst du? Sag, was tust du? Du kommst auf jeden Fall von Ati. Das ist schön. Hallo, Freunde. Heute spielen wir ein ziemlich geiles Game. Und zwar Darkwood. Die habe ich bei der Entwicklung mega lange verfolgt. Und ich finde die super inspirierend, denn die haben so Game Jam-mäßig angefangen. Und es war das übelste crappy Game. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Man sieht top-down irgendwelche Leute rumlaufen, wie man es auf dem Game Jam kennt. Und ich finde es super inspirierend, diese GIFs von damals zu sehen, als sie angefangen haben. Und wie weit das Spiel gekommen ist und wie geil das Spiel geworden ist. Und das spielen wir heute. Aber Most Wanted ist gerade da. Lars hier. Ich war ja krank. Ich hatte Corona und deswegen konnte ich leider nicht mehr spielen oder mein Spiel weiterentwickeln. Ich wollte noch mal ganz kurz eine Kerze anmachen für heute den Stream. Zack. Wunderschön. Aber ich werde ab nächste Woche wieder von 11 bis 13 Uhr live sein. Und wir werden diesen Monat, sage ich mal so ein bisschen, was haben wir diesen Monat vor? Ich kann euch das ganz kurz hier mal zeigen. Denn diesen Monat werden wir und mein Hauptspiel werde ich weiterentwickeln. Da würde ich sehr viel Questdesign machen. Ich werde Dialoge ein bisschen mit euch schreiben. Und das werde ich diesen Monat mit euch machen. Und nächsten Monat starten wir ein neues Spiel, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und diesmal wird es kein GUI-basiertes Spiel werden, sondern ein Echtzeitspiel. Okay, dann ist auch Echtzeit. Also es hat ein Teilset, du kannst dich drauf bewegen, du kannst was tun. Sage ich mal so ein bisschen so, in diese Richtung werden wir eingrooven. Da freue ich mich schon super drauf, denn das ist für mich auch ein bisschen wieder Herausforderung. Ich habe das letzte Mal ein Teilset, glaube ich, gemacht vor 5 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das hinkriege. Programmieren, Array im Array und ihr wisst ja Bescheid. Da freue ich mich drauf. Das werden wir auf jeden Fall nächste Woche machen. Hallo, Deepox. Deepox, willkommen. Wie ging es euch, Freunde? Wie war denn eure Woche? Ich war übelst lange nicht mehr live, deswegen ich muss erstmal wieder reinkommen. Ja, ganz kleine Schritte muss ich gehen. Nee, kann nichts zeigen aktuell, aber du kannst bestimmt was von erzählen, oder? Was entwickelst du denn Schönes? Ich bin immer super neugierig, weil ich liebe es, mit Spielentwicklern halt zu reden, weil Spielentwicklung ist was Schönes, eine Leidenschaft, eine Liebe. Und ich freue mich immer darüber, von anderen zu lesen, wie sie auch diese Leidenschaft haben. Genau, heute werden wir aber nicht irgendwas programmieren und entwickeln, denn heute werden wir was spielen. Und zwar Darkwood. Darkwood ist ein kleines Horror-Game. Ich weiß gar nicht, ob das so klein ist. Ich gucke mal an. Es hat 12.000 Kommentare. Also ist doch schon für ein Indie-Spiel auf jeden Fall ziemlich erfolgreich. Aber ich glaube, von denen kam dann nie wieder was. Das kostet nur 14 Euro, das ist viel mehr wert. Hallo Halbe, willkommen. Ich fand es, du bist bestimmt nur aus einem einzigen Grund hier, Halbe. Ich weiß, warum du hier bist. Fand ich sehr interessant. Ich habe mir das Video angeschaut. Gucke ich mir vielleicht mal an. Wenn ich Zeit habe. Ich habe aber Code Geass auch nicht gucken können. Das wollte ich ja eigentlich schauen gestern, vorgestern, aber ich kam nicht dazu. So, Freunde, wir hüpfen rein. Wir spielen Dark Woody. Dark Woody. Ich muss ganz kurz noch hier alles preparen. Ihr kennt das hier. Warum geht jetzt hier nichts mehr? Bin gerade bei Steam drin und Steam spinnt gerade bei mir. Moment, ich kann es vielleicht anders. Voodoo, was ist das denn? Das gucke ich gleich mal googeln. Voodoo, oh, ich habe diese scheiß Duck-Pisse hier von Thomas immer noch drauf. Das pisst mich richtig an. Ah, das ist auch schön sowas. Das ist auch ziemlich cool. Also so ein Brettspielmäßig machst du. Das ist auch ziemlich interessant. Und du kannst ja einen Klon machen und den ein bisschen variieren, ne? Dann kann man ja immer so ein bisschen eigenen
Thor reinbringen. So, ich probiere jetzt Darkwood zum Laufen zu bringen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Halbe trinkt jetzt Bier. Nice, auf mich. Auf meinen Erfolg, den ich jetzt gleich hier haben werde. So, dann müssen wir jetzt alles hier einstellen. Moment, ihr hört schon die Musik. Duck. Ja, das ist das Ziel. Nee, ich finde das ziemlich cool, Mann. Richtig, richtig cool. Wenn du irgendwann mal was hast, was man sehen kann, zeig das mal, ne? Bin ich neugierig. So. Gleich geht's los. Moment, ich muss noch hier ganz kurz was einstellen. Und dann können wir gleich reinhüpfen, denn wir spielen Darkwood. Ich freue mich super drauf, mit euch das Spiel zu spielen. Und hüpfen wir einfach mal rein. Ich muss das gerade noch händisch machen, alles. Zack. Und da geht's los. Wir haben letztes Mal angefangen, Freunde. Ich update euch, was passiert ist. Darkwood ist quasi ein kleines Horror-Game, würde ich mal so ein bisschen behaupten. Was aber nicht auf Jumpscares aus ist, was dich nicht erschrecken soll. Und da ist Debito. Das war so geil. Das war so lustig. Ich habe mich so weggelacht über diesen Clip, Mann. Das war so perfekt. Bam. Oh, Halbe, Dankeschön für deine 100. RIP. RIP. Ich will kein RIP. Hallo, Bultanik. Willkommen, willkommen. Ich update euch mal, Freunde, was wir überhaupt hier spielen. Denn wir spielen hier Darkwood. Darkwood ist nicht ein normales Horrorgame, was darum geht, dich zu erschrecken oder irgendwie Jumpscares einzubauen, sondern es geht darum, dass du in einem Wald bist und du bist gefangen und du musst probieren, aus diesem Wald auszubrechen. Es baut eine sehr atmosphärische Welt mit wenig Texten. Aber es hat eine sehr starke Thematik. Also quasi, es geht darum, aus diesem Holz auszubrechen. Mysteriös ist es so ein bisschen. Ich würde schon so ein bisschen sagen, das hat so Cthulhu-Vibes. Da ist ein Rechtschreibfehler, sagt sofort jemand hier. Spieleentwickler spielt ein Horrorgame. Hast du genau Mut dabei zu sein? Hast du genau genug? Ha! Schön gesehen. Ah ja. Genau. Und darum geht das Spiel so ein bisschen. Und da hüpfen wir jetzt rein. Wir haben letztes Mal angefangen und ich update euch ein bisschen, was wir erlebt haben. Denn wir sind jetzt gerade in Tag 6. Wir spielen auf Normal. Und ich hoffe, es leckt auch nicht. Müssen wir mal schauen, ob das flüssig läuft. Müsst ihr mir mal Bescheid sagen. Weil es hat letztes Mal ziemlich geleckt und ich weiß nicht, warum das geleckt hat. Es war super ärgerlich. Aber ich denke, es sollte funktionieren. Denn wir haben letztes Mal angekommen. Wir haben den Prolog durchgespielt. Wir sind quasi in unserem Haus aufgewacht. Wir hatten so ein kleines Haus. Und dort haben wir dann so ein bisschen die Umgebung erkundet und haben jemanden kennengelernt, der The Wolf heißt, der Wolf. Und der hat uns quasi gesagt, was wir so ein bisschen tun müssen. So, ich gucke ganz kurz, ob die Einstellungen alle. Async ist an. So, es müsste theoretisch. Ihr seht hier, hier sind wir aufgewacht. Das ist unser Zuhause. Die Perspektive ist sehr interessant, weil die Perspektive ist komplett top-down. Das ist etwas, wovon Kai und ich damals sehr stark inspiriert waren, bei unserem Spiel auch. Weil es geht um das Fading. Zum Beispiel, was hier sehr cool ist, seht ihr die mit der Maus? Ich kann mit der Maus quasi faden, um dahinter zu sehen. Genau das haben wir 1 zu 1 bei uns auch in Drover eingebaut, weil ich das ein ziemlich cooles Feature finde, womit du explorativ im 2D-Raum etwas entdecken kannst. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und das testen wir mal so ein bisschen aus, denn das Spiel ist ein Crafting-Game, Crafting-Survival-Game. Das heißt, hier kann ich jetzt, habe ich jetzt eine Werkbank, aktuell Stufe 3, und kann hier verschiedene Sachen craften, zum Beispiel jetzt einen Dietrich. Und den machen wir mit. Und was unser Ziel jetzt ist, wir wollen umziehen. Das heißt, ich zeige euch mal auf der Karte. Das heißt, wir sind hier angefangen. Hier war unser Versteck. Und jetzt haben wir hier das Haus gefunden. Und wir haben noch nicht so viel geschafft, Freunde. Wir haben noch nicht so viel geschafft, denn unser Ziel ist es jetzt, dass wir hier hinkommen müssen. Und da wollen wir jetzt zusammen hinlaufen. Und ich gucke, was wir noch mitnehmen. Denn ich möchte auf jeden Fall einen Molotow-Cocktail mitnehmen. Ja, man weiß nie, was verrückte Menschen da rumlaufen, weil das ist eine ziemlich starke Waffe. Wir können aber leider nichts reparieren. Das heißt, wir haben keine Waffe. Das ist nicht so cool. Wir gucken mal, was wir noch mitnehmen. Ich nehme noch mal ein bisschen Benzin mit. Und dann würde ich einfach sagen, wir laufen einfach mal durch. Wir können halt kaum kämpfen, weil wir halt leider keine Waffen haben. Wir machen erstmal den Generator hier aus. Und dann laufen wir jetzt durch. Das Ziel ist es, dass wir uns die zweite Gegend jetzt mal in Ruhe anschauen. Ihr seht, die Perspektive ist sehr speziell, aber ich finde sie gerade deswegen ziemlich cool gemacht, weil ich finde, diese Exploration. Seht ihr zum Beispiel hier, das sind Pilze. Und nur wenn ich drüber habere, sehe ich sie. Das zweite, was ziemlich cool gemacht wurde, ist,
ist quasi der Blickwinkel. Ihr seht, ich habe so einen Kegel vor mir und nur an dem Kegel kann ich irgendwie etwas wahrnehmen. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Und wenn ich zum Beispiel einen Rucksack öffne, dann seht ihr, dann sehe ich halt auch nichts mehr. Das heißt, ich kann jetzt von hinten angegriffen werden und ich bekomme nichts mit. Und ich finde das ziemlich cool gemacht. Und ich finde, wie gesagt, was das Spiel so besonders macht, ist halt die Atmosphäre, die hier aufgebaut wird. Das ist halt etwas, was ich super einzigartig finde. Ich habe noch nie so ein Spiel gespielt wie dieses Spiel. Und ich habe es auch noch damals gespielt. Das war in der Alpha, Alpha, Alpha. Vor der Alpha noch, da war noch eine andere Alpha und da war noch eine Alpha. Da habe ich das damals viel gespielt und es hat sich alles verändert, Freunde. Und deswegen entdecke ich mit euch gerade das Spiel so ein bisschen neu. Und unsere Mission, wie gesagt, ist, dass wir jetzt hierhin wollen. Versteckt im stillen Wald. Denn wir waren jetzt gerade in der Au und jetzt wollen wir zum versteckten Wald. Und dort waren wir halt noch gar nicht. Und da habe ich keine Ahnung, was da uns erwartet. Da bin ich mal gespannt. Unser Ziel wird auf jeden Fall sein, dass wir uns erstmal eine bessere Waffe craften. Denn wir haben gerade nur so hier so ein Holzbrett, kann man sagen. Und das Kampfsystem ist auch ziemlich cool. Das ist eigentlich ziemlich viel Cooles an diesem Spiel. Aber ich habe mich, glaube ich, wieder mal verlaufen. Ich muss nach rechts. Denn das Kampfsystem ist. Seht ihr, wie geil das hier aussieht? Ist das nicht geil? Alter, ich piss mich schon wieder ein. Ah, nee, ich muss da hin. Das mit den Holzdingern finde ich auch ein super geiler Sound. Den müssen wir bei uns auch mal einbauen. Also, hier sind super viele Ideen, die wir in unserem Spiel auch so einbauen können. Und den Stab wollte ich jetzt mitnehmen. Ah, guck mal, die respawnen hier, oder? Okay, hier war ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Doch, hier war ich schon. So, hier waren wir letztes Mal, sind wir umgedreht. Wir haben den Typen hier durchsucht und jetzt sind wir in der neuen Welt, Freunde. Oh, ich habe ein bisschen Muffe. Fuck, er lebt. Nein, aua. Ah. Scheiße, das war ein riesiger Hund. Ach so, deswegen hat er drei Schläge. Wir brauchen eine bessere Waffe. Okay, wir müssen irgendwie möglichst schnell jetzt zu unserer Hütte kommen. Die ist so ein stiller Wald. Freunde, neues Gebiet. Wir sind jetzt im stillen Wald und hier ist gleich unsere Hütte. Das heißt, oder? Hallo? Dieser Ort würde ein gutes Versteck abgeben. Das ist schon mal nice. Das ist unser neues Zuhause jetzt hier. Ah, da sind Pilze. Das ist unser Level-System in diesem Spiel. Das ist auch ziemlich interessant. Denn das Level-System baut hier darauf auf. Finde ich super, super spannend gemacht. Warte, wir looten erstmal alles. Okay. Lass mal los den Tisch. Ich muss jetzt erstmal. Hier ist doch irgendwas drin, oder? Hier ist noch irgendwo so ein Pilz. Hört ihr das? Alkohol. Alkohol ist immer gut. Okay, Freunde. Okay, das heißt, erstmal gehen wir jetzt hier Ofen in das Skillsystem, Freunde. Den Ofen anmachen. Der Ofen ist wieder an. Cooler Dialog. Denn hier kann ich jetzt quasi leveln. Ich bin momentan Level 3 und ich kann jetzt hier Zeug reintun, womit ich irgendwie etwas gewinnen kann. Und das ist quasi mein Progress, wie viel ich gerade habe, um mein nächstes Level zu erreichen. Sehr interessantes System. Denn ich level quasi mit Sachen, die ich hier finde. Warum kann ich die Schaufel nicht machen? Ah, ich kann die gar nicht. Ah, fuck, Mann. Ich kann die gar nicht aufrüsten, Freunde. Werkbank Level 3 ist sie doch. Okay, dann brauchen wir Holz. Oh, hier waren Pilze. Die nehmen wir mit. Das sind alles Erfahrungspunkte, müsst ihr euch vorstellen. Genau, das Ziel ist jetzt ja, wie gesagt, dass wir jetzt irgendwie probieren, dass wir erstmal Level bekommen. Wir sind gerade Level 3, da kriegen wir neue Fähigkeiten. Unsere Fähigkeiten sind hier. Motte, einmal am Tag kann ich mich heilen, indem ich elektrisches Licht sehe. Das finde ich ziemlich cool gemacht, weil das sind so verschiedene Perks, Talente, die ich finde, womit ich mich halt verbessern kann. Was wir aber jetzt brauchen, ist Holz. Das ist creepy. Nice. Dann können wir erstmal unsere Waffe jetzt reparieren. Ah, hier ist bestimmt der Elektrozaun. Okay. Der Holzfäller Chris ist wieder am Start. Ja, leider nicht genug, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ey, hier ist doch irgendwas drin. So creepy, Mann. Ich finde das mit dem Lichtding auch so cool gemacht. Eine Kartoffel. Abgeschlossen. Ah, du brauchst einen Schlüssel. Wir haben aber einen Dietrich. Geht das? Keiner meiner Schlüssel passt.
Aha, ich brauche einen Schlüssel, wirklich. Ah, okay. Attilolz, wie geht's dir? Wie geht's euch, Freunde? Hattet ihr eine schöne Woche? Ich bin gerade mega am Überlegen, was wir als nächstes spielen wollen. Habt ihr irgendwelche Wünsche, was ihr sehen wollt? Ich habe so viele Spiele im Kopf, aber irgendwie, dadurch, dass ich zu viele habe, weiß ich nicht, was ich machen soll. Und geben wir Brian heute mal wieder ein paar graue Haare. Warum graue Haare? Ich glaube, Brian ist heute gar nicht da. Der muss, glaube ich, heute arbeiten. Wir reparieren erstmal unser Zeug. Und wir haben ein großes Problem, Freunde, denn wir können Dingsbums da nicht machen. Wir können die Waffe nicht herstellen, denn wir müssen erst Stufe 3 sein. Und wir sind erstmal Stufe 4 sein. Wir sind aber gerade mal Stufe 3. Und das ist halt nicht so geil. Hallo Indizes. Hallo, willkommen. Mahlzeit. Freut mich, euch hier zu sehen. Willkommen. Wie war eure Woche? Freut ihr euch auf das kommende Wochenende? Oder seid ihr traurig, dass ihr nicht arbeiten könnt? Seid bestimmt traurig, so wie ich euch kenne. So. Satisfactory Trip. Hätte ich auch mal Bock drauf, habe ich noch nie gespielt. Das wollte ich damals mit Johannes mal spielen. Also du sagst, es lohnt sich. Vielleicht spiele ich das auch mal. Hätte ich auch persönlich wirklich mal Bock drauf. Wir füllen jetzt hier ganz viel Benzin rein. Genau, wenn ihr irgendwie Fragen habt, wie gesagt, ich bin Chris, ich bin Spieleentwickler, ich entwickle eigentlich Computerspiele und namens Drova. Drova ist das Spiel, was ich gerade entwickle. Wenn ihr irgendwie Fragen habt zur Spielentwicklung oder was ihr gerade so Schönes zockt, freut mich das, von euch zu hören. Wir spielen heute ein bisschen zusammen Darkwood. Darkwood ist quasi ein kleines Horrorgame, aber ihr braucht keine Angst haben, ich bin ja da. Ich beschütze euch, ihr braucht keine Angst haben. Und wir sind gerade in das neue Gebiet hier reingelaufen und ich habe keine Ahnung, was es hier alles gibt. Ihr seid aus dem ganzen Bereich in der Spielentwicklung, richtig? Ihr seid aus einem ganz anderen Bereich in die Spielentwicklung, richtig? Wie war das für euch? Wie meinst du das? Ich verstehe nicht genau, wie du das meinst, die Box. Schlecht, ich muss eigentlich morgen um 8 Uhr Pflichtveranstaltung Uni, aber muss heute zu meiner Mutter hier einen Schrank auseinanderbauen, weil ein Typ von eBay Kleinanzeigen es nicht auseinandergekriegt hat. Ist halt nicht. Oh nein, Mann. Aber ist die Pflichtveranstaltung. Ah! What the fuck? Ach, die Leute, du darfst mich nicht ablenken. Alter. Alter, der Leben. Ja, scheiße, RIP. Ich sterbe echt. Ich lauf weg, Alter. Zickzack. What the fuck? Alter, hat der mir eine Schelle gegeben. Alter, fuck, Mann. Ich dachte, ich habe das Spiel fast durch. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, du bist weg von der Webentwicklung. Ah, ja. Also, genau. Also, wie gesagt, ich habe, bevor ich mit Spielentwicklung gemacht habe, habe ich im Finanzbereich gearbeitet. Ich komme aus dem pädagogischen Rahmen eigentlich, komme ich ursprünglich, denn ich habe eigentlich Lehramt studiert. Ich habe aber auch Informatik studiert. Ich habe nicht in der Webentwicklung gearbeitet, aber ich habe im Banking-Bereich gearbeitet. Und da bin ich weggekommen und bin zur Spielentwicklung gegangen. Und im Endeffekt empfehle ich euch, wenn ihr zur Spielentwicklung gehen wollt, ist das möglich? Ist es ein harter Weg? Es ist ein nicht so gut bezahlter Weg, sage ich auch mal so ein bisschen durch die Blume. Aber es ist ein Weg, der super viel Spaß macht, der euch super viel gibt. Aber ihr müsst halt irgendwie gucken, wie ihr eure Brötchen bekommt. Deswegen, ich habe so angefangen, also wie ich zur Spielentwicklung gekommen bin, war, ich habe im Laufe meiner Uni. Ah, da ist ein Gegner. Ich habe es doch gehört. Ich habe im Laufe meiner Uni einfach super viele Projekte gemacht. Und dadurch, dass ich so viele Projekte gemacht habe, habe ich mir Erfahrung angeeignet und so weiter und so fort. Und habe dann irgendwann selber ein Projekt gemacht namens Drova. Das habe ich mit dem Kai zusammen gemacht. Deswegen mein großer Tipp ist halt, alleine ist es möglich, ein Spiel zu entwickeln, aber es ist unglaublich hart. Und deswegen empfehle ich euch, der erste Schritt, wenn ihr irgendwie selbstständig werden wollt, findet verrückte Leute, die so sind wie ihr. Ja, es ist ein Messeversuch und ich muss Excel-Tabellen vorbereiten und ein DIN-Norm lesen. Eine DIN-Norm lesen. Welche denn? Es gibt ja super viele DIN-Normen, ne? Naja, wie geht's dir so? Ja, mir geht's einigermaßen so. Ich habe noch ein bisschen Corona. Ich fühle mich mega schlapp. Also, ich habe kein Corona mehr, aber ich fühle mich halt super, super schlapp. Es ist super. Alter, what? Alter, guckt euch das mal an. Das sind Ferkelköpfe. What the fuck? Ey, jetzt wird langsam wird Psycho das Spiel, ohne Scherz, Mann. Also, ist okay, dass ihr Angst habt. Hallo? Okay. Ich beantworte gleich alles.
Alter, Schweineköpfe, so wie die abgetrennten Köpfe aussehen und riechen, sieht es so aus, als wären sie schon eine ganze Weile hier. Ey, da will ich nicht rein, Mann. Oh, ich muss Gott. Oh, Entschuldigung. Habt ihr Resident Evil 4 schon durch? Nein, haben wir nicht, Mike. Wir haben Resident Evil nicht durch. Oh, das ist ein Hebel. Ich muss den Strom anschalten, um den Hebel zu benutzen. Oh, ich will den Hebel nicht. Ich bin aktuell auch selbstständig und versuche, mich nächstes Jahr Vollzeit als Indie was aufzubauen. Krass, in welche Richtung willst du denn gehen, die Box? In welche Richtung willst du denn gehen, wenn du dich selbstständig machst? Mach verdammt nochmal, dass du hier wegkommst, du Missgeburt. Hey, komm mal runter. Hallo? Ich hab dich gewarnt. Ich habe eine bessere Waffe. Ich will dich nicht... What the fuck, Alter? Okay, ich habe ihn irgendwie... Ich wollte ihn gar nicht töten. Mit was willst du dich selbstständig machen im Indie-Bereich? Also was für ein Spiel willst du machen? Es gibt ja super, super viele Spiele. Mike, wir haben letztes Mal nicht Resident Evil 4, weil wir spielen eigentlich Resident Evil 4 aktuell auch gerade auf TikTok. Und dort haben wir letztes Mal nicht mehr Resident Evil 4. Ich war krank, ich hatte Corona und deswegen haben wir 2 Wochen gar nicht mehr weitergespielt. Deswegen hast du nichts verpasst. Ah, so weiß ich noch nicht. Ich finde das Konzept von Sockpop auch sehr interessant. Sockpop, was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Ey, ich traue mich nicht, den Schalter zu betätigen. Wir gehen erstmal rein. Ich glaube, bevor ich den Schalter mache, gehe ich erstmal gucken, was da überhaupt drin ist. Alter, what, hört ihr das? Ey, das klingt abends immer so bei Kai, Alter, wenn ich an seiner Tür vorbeigehe. Das klingt original so. Wie komme ich da jetzt rum? Kann ich da reingucken? Wie komme ich da jetzt hin? Ah, hier gehen die Stromkabel durch. Guck mal, hier kann ich da Strom anmachen. Die sind aber alle kaputt, also zerrissenes Kabel hier. Sie führen durch ein Loch in die Wand zum Schweinestall, aber sie wurden durchgeschnitten. Okay. Komme ich hier irgendwie durch? Oh Mann, scheiß die Henne, Mann. Ich brauche so ein fucking... Ich wollte meine Werkbank aufrüsten. Okay, hier komme ich rein. Ey, das ist ein bisschen zu creepy hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, guck mal, hier oben komme ich rein. Hallo? Da ist ein Schwein. Alter, hallo, kann ich mit dem interagieren? Hier ist Blut. Hier sind Pilze, die nehmen wir mit. Alter, ist das creepy, Mann. Sockpop Collection. Die hauen jetzt monatlich ein kleines Spiel raus für ihre Patreons. Das bekannte Spiel in, ist Stakeness. Das kenne ich gar nicht. Das gucke ich mir mal an. Das gucke ich mir mal an. Wenn du das so empfehlen kannst, sag, dass es ganz gut ist, schaue ich mir das mal an. Also wie gesagt, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, geht. Es ist ein harter Weg. Allgemein Selbstständigkeit ist, glaube ich, ein harter Weg. Aber er belohnt dich halt auch sehr stark. Also es ist halt immer, wie echt, wie alles im Leben, Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also alles im Leben, manche, viele Sachen sind hart, aber ich geh auch lieber erstmal zurück, weil es zu spät wird. Oh Gott, die Nacht wird so hart, Alter. Selbstständigkeit hat super viele Vorteile, es hat aber auch super viele Teile, wenn du ein Angestelltenverhältnis hast, weil dann kriegst du halt regelmäßig Geld, du musst dir keine Sorgen machen und so weiter. Also Selbstständigkeit klingt halt immer sehr cool, hat aber auch Nachteile, aber es hat auch sehr viele Vorteile. Deshalb müsst ihr wissen, was ihr auch für ein Typ seid. Also ja, 40 Stunden arbeiten, ja, müsst ihr ein bisschen mehr. Also ich sag mal so, es kann natürlich sein, ihr habt einen super Erfolg, euer Spiel geht mega durch die Decke, ihr verdient sofort Millionen. Klar kann das passieren, aber theoretisch sage ich mal so ein bisschen, ihr müsst euch für ein paar Punkte in eurem Leben entscheiden und Selbstständigkeit ist halt etwas, wo ihr auch was aufgeben müsst. Ich bin seit 4 Jahren selbstständig, dann kennst du das ja auch. Ich glaube, du unterschreibst das auch so, wie ich das gerade sage. Oder sagst du, hey, das ist Bullshit. Würde mich auch mal interessieren, weil du bist seit 4 Jahren, ich bin erst seit 1 Jahr selbstständig als Spielentwickler. Deswegen... Hast du da natürlich viel mehr Erfahrung, als ich das habe. Würde mich mal interessieren, was so deine Meinung ist. Ob du das so zustimmst oder ob du sagst, nee, ist nicht so. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier machen. Brot, okay. Die Nacht kommt gleich.
Wir machen. Selbstständig ist klar, für die Masse nichts. Ja, das gehe ich halt auch mit. Du musst halt dafür wirklich brennen, du musst darauf Bock haben und du musst alles reinbuttern können, weil so halbherzig kannst du halt. Wird nichts, Freunde. So, hier verstecken wir uns dann nachts drin, weil da haben wir eine Lampe. So, und dann gehen wir ganz kurz hier nochmal ein und craften uns mal ein bisschen was. So, Objekte reparieren. Erstmal das reparieren, Freunde. Verteidigung ist das Wichtigste. Dann, Gegengift brauchen wir nicht. Kettenfalle, Bärenfalle. Ich mache uns mal eine Bärenfalle und die placen wir auch mal raus. Ich habe auch einen Angestellten, das ändert auch nochmal viel. Ja, das ist bei uns so. Bei uns, wir sind ja insgesamt 14, also ich habe 13 Angestellte. Und das ist auch etwas, was dich auch abends 2 Stunden länger arbeiten lässt, weil du möchtest natürlich auch, dass die vernünftige Arbeit Geld bekommen und du möchtest dich drum kümmern. Das ist halt auch absolut etwas, worauf man sich auch Gedanken. Das war jetzt nicht Debito wieder, oder? Scheiße, Mann. Okay, fuck die Henne, Mann. Okay, wir müssen uns jetzt schnell einsperren. Ah nein, ich habe den Strom nicht angemacht, Freunde. Ah, fuck. Die Dunkelheit kommt. So, Strom ist an. Ihr habt eine Games-Förderung geholt. Richtig, wir haben einen Publisher und eine Games-Förderung. Also halt, das haben wir beides zusammen kombiniert. Ich habe irgendwie Muffe die erste Nacht, weil ich noch gar keine Waffe habe. Deswegen baue ich jetzt hier so eine kleine Falle hin. Hier fühle ich mich einigermaßen sicher. Aber auch nicht wirklich. Nee, diesmal war ich nicht, schreibt Debito. Das war echt geil, Mann. Dieser Clip war so geil. Ich habe den so gefeiert. Ich finde richtig, richtig gut. Ey, das Timing, wie man so ein Timing erwischen kann. Findet ihr bei den Clips hier von dem letzten Clip, da hat Debito ein etwas gepostet. Ein Alert oder irgendwas in der Richtung. Es ist perfekt gezündet worden. Genau, wir haben eine Games-Förderung haben wir gemacht. Von dem Pod, der jetzt zu ist, das heißt, ich empfehle euch, wenn ihr in Deutschland Spieleentwicklung macht, guckt euch die Förderungen an. Es gibt sehr viele Förderungen, die gerade am Anfang sehr, sehr gut sind. Und wir haben vom Publisher haben wir eine Zusammenarbeit. Da haben wir auch Geld bekommen. Ja, warum kann ich das nicht? Achso. Meine Lampe und ich, wir mögen uns so gern. Ich mag meine Lampe, denn sie wärmt mich. Meine Lampe und ich. Ich überlege gerade, ob ich mich hier drin verstecke. Wartet mal, ich habe voll die coole Idee. Ja, ich glaube, die Idee ist doch nicht so ganz so cool. Kann ich das nicht ziehen? Nee, ich kann das nicht ziehen. Schade, Mann. Genau, wir müssen die Nacht irgendwie überstehen. Und dann ist der Plan, Freunde. Wir gehen raus und gehen dann zu diesem Wolf hier. Alter, dieser Schweinestall, Mann. Wir gehen zu dem Lager des Wolfs und da kaufen... Nee, wir kriegen... Hier kommt ein Händler, Freunde. Kannst du darüber reden, wie der Publisher-Deal aussieht? Also ein paar Punkte kann ich erzählen. Also es gibt unterschiedliche Deals. Also im Endeffekt kann ich darüber reden. Wir haben 30% unserer Firma abgegeben. Und es gibt natürlich dann auch immer eine Gewinnverteilung. Das heißt, wenn unser Produkt rauskommt, kriegen so viel Prozente der Publisher und so viel Prozente kriegen wir. Auf der einen Seite ist halt, dass der Publisher uns supportet bei bestimmten Bereichen. Vor allem was den Vertrieb angeht. Der Vertrieb und Marketing, das ist so ein bisschen die Sache. Obwohl wir auch sehr viel Marketing tun. Ich habe kurz gedacht, Gronkh in jungen Jahren. Oh, Stefan, ist doch schön. Das ist doch ein schönes Kompliment, oder? Vor allem in jungen Jahren freut mich am meisten. Hallo, willkommen. Das freut mich am meisten. Danke für den Follow. Genau, und so sieht der Publisher-Deal halt aus. Also das kann ich halt alles erzählen. Der Publisher übernimmt halt Vertrieb und so weiter. Habt ihr auch Geld bekommen? Ja, wir haben auch Geld bekommen. Ah. Okay. Der Tisch hat echt nicht so gut geholfen, Mann, wie ich dachte. Kann ich die wieder... Oh, fuck, Mann, da sind noch mehr. Da ist er. Hört er ihn? Fuck, Mann! Ich hab ihn gehört, Mann. Ich hab ihn gehört, Freunde. Da war was. Ich hab die Schritte gehört.
Oh Mann. Da ist doch, da ist er. Alter. Fuck, Mann. Soll ich Verband nutzen? Okay, also ich benutze Verband. Junge, macht der viel Schaden. Ich brauche eine bessere Waffe, Mann. Guck. Was ist das? Was ist das? Freunde, was ist das? Kann ich da rein? Ich laufe wieder weg in meine Kammer. What the fuck ist das creepy? Aktuell gibt es keine Gamesförderung. Es gibt unterschiedliche Gamesförderungen. Die eine Gamesförderung, die du gerade meinst, die gibt es nicht mehr. Aber es gibt noch andere Gamesförderungen. Bundesförderung gibt es sehr, sehr viel. Also pro Bundesland gibt es verschiedene Förderungen, die du beantragen kannst. Aber diese große Gamesförderung, von der du gerade sprichst, ja, die wurde jetzt nicht gestoppt, ist übertrieben, sondern das Geld wurde nicht gerecovered oder neu einge... Nee, recovered ist das falsche Ausdruck. Das ist creepy hier. Da gebe ich dir recht. Das ist auch ein super großes Problem für die deutsche Spielentwicklung. Das darf man auch nicht vergessen. Dadurch, dass, dass das Geld, da waren ja 50 Millionen, glaube ich, drin. Und das wurde jetzt quasi gestoppt. Also es wird aufgebraucht und es wurde jetzt kein neues Geld reingepackt. Und das ist halt ein super, super Problem für etablierte Studios. Wie Piranha Bytes ist das ein Problem. Wie Deck 13, wie Blue Byte und so weiter. Weil viele, viele, viele Arbeitsstellen werden halt damit geschaffen. Das ist halt diese Förderung. Es gibt denn diese Förderungen, haben auch sehr starke Limitierungen. Und das ist halt echt ein Problem. Und da bin ich super gespannt, was daraus wird. Denn das ist auf jeden Fall ein Rückschritt für die Spielentwicklung. Weil Deutschland kann sich eh nicht damit so stark rühmen, muss man auch ehrlich sagen. Hallo J-Doc, willkommen. Wie geht's dir? Wie geht's euch, Freunde? Ich verstehe halt nicht, wieso riesige Studios da Zugriff drauf haben. Naja, warum sollen da keine... Was ist denn für dich jetzt gerade ein Beispiel? Also ich finde gerade ist dieses eigentlich, was du da betrachtest, ist für riesige Studios gemacht. Und nicht für Indie-Entwickler, so wie wir. Eigentlich ist es dafür gedacht, für AA- und AAA-Richtung. Zum Beispiel Gollum, das Spiel, wird darüber finanziert von The Dead Lake. Oder auch Piranha Bytes hat Elex 2 damit finanziert und so weiter. Und dafür ist es eigentlich auch gedacht. Und Ubisoft ist genauso gut. Also Ubisoft hat ja auch, du musst ja mal die Kosten reinziehen, die für ein Spiel haben. Und die haben auch nicht so viel Geld, dass sie einfach alles machen können. Das ist halt auch so eine Sache. Es sind einfach andere Dimensionen, in denen sich das so ein bisschen bewegt, ne? Ich kann mich bei Twitch nicht anmelden, also muss ich mir einen zweiten Account machen. Warum das denn? Was hast du denn gemacht? Warum geht das denn nicht? Also genau diese Förderungsbeträge sind gerade eigentlich gedacht für solche Studios wie Ubisoft und so weiter. Und man muss auch so betrachten, die generieren auch die meisten Arbeitskräfte, auch ganz ehrlich gesagt. Ne? Also wenn du mal Ubisoft mal vorstellst und die beantragen jetzt mal so, keine Ahnung, 3 Millionen, 4 Millionen, dann stellen die auch ordentlich Arbeitsleute ein, ne? Ah, das ist ein anderer. Ne, das ist der, den kenne ich doch, ja. So, ich möchte jetzt handeln, denn ich brauche unbedingt, hast du es, komm Baby, du musst es haben. Du hast es natürlich nicht, das kann doch nicht wahr sein. Wir suchen so einen Koffer, den müssen wir dann von dem anderen Typen kaufen. Hallo Fans, Swobro, hallo, willkommen. Ich bin gerade am frustriert sein, denn ich wollte eigentlich mir eine bessere Schaufel craften, aber ich muss mein Ding aufrüsten. Und das ist gerade ein super Problem, was ich habe. Denn dazu muss ich Sachen verkaufen. Eine Laterne. Aber was kann ich denn verkaufen? Flaschen kann ich verkaufen? Kartoffel verkaufe ich? Das verkaufe ich? Tabletten verkaufe ich? Schaufelblatt, das muss ich behalten. Daraus mache ich mir dann die Schaufel. Eine Fahrradklinge. Okay. Das Brot verkaufe ich? Ich habe echt nichts mitgenommen, ne, Freunde? Das ist richtig, richtig scheiße. Egal, wir laufen jetzt durch. Wir müssen jetzt zum Wolf. Wir brauchen jetzt zum Wolf. So, wir müssen jetzt zum Wolf laufen, der ist hier ganz unten. Weil wir brauchen halt so einen Kasten, damit wir uns aufrüsten können. Weil wir haben richtig, richtig scheiß Equipment. Und die Gegner hauen hier richtig rein, Freunde. Gmail-Probleme. Kenne ich aber auch zu gut, Gmail-Probleme.
fragt die Henne. Nehmen wir mit. Zum Wolf, komm. Wir brauchen so einen Kasten und dann gehen wir in den Schweinestall rein, weil... Da bin ich gespannt, was in den... Wenn die wegfliegen, war meistens eine Leiche hier, ja. Nice, komm, ab zum Wolf. Denn wir müssen jetzt auf jeden Fall unsere Werkbank aufrüsten. What the fuck, Alter? Wir müssen zum Wolf. Der Wolf müsste jetzt hier irgendwo sein. Ist das eine Leiche? Alter, fuck, man, mein Inventar ist voll. Wo ist der Wolf? Da ist er, hier ist er. Hier ist der Wolf. Ah, da ist er. So, der hat uns die Quest gegeben. Ich fasse es nicht, ich kann meinen hübschen Äuglein kaum glauben. Du hast es geschafft. Ich muss zugeben, du bist ein ziemlich findiges Stück Fleisch. Der Wolf lächelt und zeigt dabei seine spitzen Zähne. Zeit für die Einzelheiten. Folge dem Pfad am südwestlichen Rand des stillen Waldes. Südwestlich, Freunde. Du erreichst ein Dorf, in dem eine alte Hexe wohnt, die nach Hühnern stinkt. Sprich mit mir, vielleicht findest du etwas Interessantes heraus. Ich glaube, mit ihr heißt das. Aber sei wachsam, Genosse. Lass dich von ihrem gütigen Gesicht nicht täuschen. Das eigennützige Miststück hat hinter der verschlossenen Tür in ihrem Haus etwas, was nicht ihr gehört. Etwas, was ich haben will. Bring mir den Schlüssel zu dieser Tür und ich sage dir, wo du findest, was du verloren hast. Das ist doch ein ehrliches Angebot, nicht wahr, Genosse? Ein Schlüssel gegen einen Schlüssel. Gut, dann leg los an die Arbeit. So, wir wollen handeln, Freunde. Denn wir wollen Money. Das will ich haben. Darauf bin ich heiß. So, wir können dir auch voll viel Zeug noch verkaufen. Aber wir brauchen eigentlich gar nichts, was du hast. Doch, das hier will ich gerne noch haben. So, die Kartoffel geben wir dir noch. Nie im Leben Fleisch. Fuck. Okay, 30. Geil. Haben wir, Freunde. So, ab zurück. Sofort zu... Nee, warte, lass mal kurz mit dem reden. Hallo, B.O.F. Willkommen. Ich bin gleich für dich da. Tratschen. Ich würde dir nicht empfehlen, nachts durch den Wald zu wandern. Das würde für dich den sicheren Tod bedeuten, Fleisch. Verkriech dich vor Einbruch der Dunkelheit lieber in deinem Versteck und bete, dass die Sonne bald aufgeht. Cool. Genosse, das ist ein Russe. Sagen das nur Russen, Genossen? Sagen das nicht auch Polen oder so? Weiß ich gerade gar nicht. Dann nehmen wir alles mit. Hier nehmen wir auch alles mit. Blub. Ostblock. Alle im Osten sagen das. So, Freunde. Was ist denn das hier? Gehen wir hier lang? Ja, war dieser Pilz. Ich möchte jetzt endlich das aufrüsten. Weil wenn wir das aufgerüstet haben, können wir uns endlich eine bessere Schaufel herstellen. Und darauf freue ich mich, weil dann haben wir eine richtige Waffe, Freunde. Und müssen nicht mehr mit diesem alten Ding hier machen. Und dann gehen wir in den Schweinestall rein. Habe ich hier noch Benzin drin? Ja, hier ist noch Benzin drin, aber ich habe kein Ding. Alles klar, Freunde. Sieht doch einigermaßen alles machbar aus. Björf, wie geht's dir? Wie geht's euch? Hattet ihr eine schöne Woche? Ich freue mich, euch jetzt wiederzusehen oder allgemein euch mal wiederzusehen, weil ich war ja wirklich sehr lange ausgenockt. Da ist es! Die Schaufel. Da haben wir sie. So, Freunde, wir haben die Schaufel. Guck mal, eine Pistole, Alter, wie geil ist das denn? Ich will eine Pistole haben. Babam, ich will rumballern. Eine leichte Rüstung. Die könnte ich mir fast schon herstellen. Ich muss aber die Werkbank, eine Sichel und eine Schrotflinte. Geiles Ding. Jetzt müssen wir als nächstes die Pistole machen. Und da haben wir gar nichts. Wir können uns doch mal einen Dietrich herstellen. Haben wir. Der Molotow haben wir auch. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, mit der neuen Waffe. Aber warte, wir stellen uns lieber nochmal einen Verband her. Man weiß ja nie, Freunde. Man weiß halt nie, ne? Und dann gehen wir nochmal ganz kurz hier rein und machen uns die Bretter. Und dann gehen wir jetzt los. Ausgerüstet. Und ich habe meine Uhr wieder gedroppt. Das kann doch nicht wahr sein. Warum droppt der Typ immer seine fucking Uhr? So, gib mir meine Uhr wieder. Da ist sie.
Soweit gut, ich wurde geschimpft, weil ich an eurer Überraschung weitergemacht habe. Oh! Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Also das finde ich gar nicht in Ordnung. Also, dass du geschimpft wurdest. Du musst gelobt werden, BOF. Gelobt werden, so muss das sein. Was machst du denn Schönes? Erzähl doch mal. Die Größten heulen immer am meisten, dass sie Geld brauchen. Man kennt es doch. Also ihr dürft nicht vergessen, also es geht gerade darum, dass Ubisoft zum Beispiel eine Förderung beantragt, wo sie ein paar Millionen brauchen. Also Ubisoft kann halt auch nicht ein Projekt stemmen. Also es ist schon extrem heavy, auch was für Kosten die halt haben dort. Das dürft ihr halt nicht vergessen, ne? Also, die müssen ja auch ihre Arbeit, ihre Leute bezahlen und so weiter und so fort. Also ich denke. Okay, gucken wir uns mal, was jetzt hier passiert. Das sind zwei Bauern, Alter, die schaffe ich niemals. Vielleicht sind die ja lieb zu mir. Ich habe dir doch gesagt, er wollte es nicht anders. Denkst du, die sind böse? Das Spiel ist doch bis jetzt super lieb, ne? Hey, ich bin Freund. Okay, die sagen, verzieh dich. Okay, sie warnen mich. Kann ich da irgendwie jetzt sneaky vorbei? Weil zwei Leute sind echt heavy, ne? Ich könnte theoretisch das Stromding aktivieren, aber es bringt ja nichts, weil es ja kaputt ist, oder? Ach, guck mal, hier ist eine Tür. Oh nein, will ich hier rein? Komm ja nicht näher. Ey, was ist das? Was ist das hier? Ey, die kommt, den hauen wir weg. Ah, nice, eine Heugabel. Alter, guckt euch das mal an. Was ist. Hört ihr die Sounds? Alter, what the fuck? Was ist, geht hier? Alter, das ist ein Riesenvieh. Ich habe keine Taschenlampe dabei. Ich kann ja mal einen Molotow drauf werfen. Wow! Alter, die Schweine greifen mich an. Alter! Weil ich die Mutter angegriffen habe. Das war die Mutter oder so. Habt ihr das gesehen? Oh, fuck. Nein, ich hab's nicht gesehen. Was ist jetzt passiert? Kann ich da jetzt wieder hin? Alter, habt ihr das gesehen? Da war so ein Riesenschwein oder irgendwas in der Richtung. Okay, ich glaube, es war ein Fehler, den Molotow drauf zu werfen. Okay, was ich halt machen könnte, ich könnte den Strom hier anmachen. Da war ja irgendwie, wenn ich den Generator anmache, kann ich den Strom anmachen, aber die Kabel sind hier kaputt. Das heißt, es würde ja nichts bringen. Vielleicht kann ich ja mit Strom das Ding zerstören oder so. Das ist ein Spiegel? Mann, bist du hässlich, Vogel. Schätze, du hast gekriegt, was du verdient hast. Okay. Jetzt kann ich hier den Hebel betätigen. Diverse Kabel, Notiz lesen. Zum Anpassen der Spannung der Hebel benutzen. Die Sperre begrenzt die Spannung auf ein Maß, bei dem die Sau für einen Moment etwa 50 Sekunden bewegungsunfähig wird. Ah, okay. Vorgehensweise. Der Maschinist positioniert den Hebel in die Mitte. Okay. Der Fütterer gibt ein Tonsignal, worauf der Maschinist den Knopf drückt und der Fütterer die Sau füttert. Wiederholen, bis die Fütterung beendet ist. Denkt dran, die Sau ist unser aller Gut. Entfernt niemals die Hebelsperre. Ja, Freunde, klar, was wir machen, oder? Also, okay, auf Deutsch gesagt, ich ziehe den Hebel
zur Mitte. Dann wird die Sau für 15 Sekunden bewegungsunfähig gemacht. Dann soll die Sau gefüttert werden. Entfernt niemals die Hebesperre. Schloss entfernt. Knopf drücken. Die Maschine funktioniert, aber nichts passiert. Ein Knistern ist hinter der Tür zu hören. Ein Kurzschluss? Das ist das Problem, was wir hier ja haben. Ne? Wir müssen die Dinger irgendwie zusammen machen. Die Kabel wäre keine gute Idee. Okay, okay. Wir gehen erstmal hin. Alter, ist das creepy, Mann. So. Ja, Ubisoft hat ja auch Gewinne im siebenstelligen Bereich. Ja, aber die haben auch, ich weiß nicht, Gewinne. Ich weiß nicht, was sie für Ausgaben haben, natürlich. Das kann ich nicht sagen, kenne ich die Zahlen nicht. Die sind sie eine Aktie? Weil dann kann man es ja theoretisch sehen, ne? Es würde die Überraschung kaputt machen. Grunzende Schweine. Adidas hat sich auch Corona geholt. Also sorry, ob sie nötigen haben. Die Hilfe, die kriegen den Hals nicht voll. Ubisoft ist ja nicht anders, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß es nicht. Also hast du da irgendwelche Quellen halbe? Die Spannung kommt auf jeden Fall rüber. Das ist schon mal gut, dass rüberkommt. Hast du ja im echten Leben einen Deckeber gesehen? Die sind riesig. Die sind riesig, ja, Mann. Immer dieses dunkle Holz. Hallo, Programmiertin. Freut mich, dich zu sehen. Ja, wir spielen hier. Ich bin gerade das erste Mal gestorben, weil Schweine mich angegriffen haben. Und ich weiß gerade nicht, wie spät es ist. Das ist mein Problem. Ja, das ist mein Problem. Deswegen, ich kann auch mal ein bisschen die Gegend hier erkundschaften. Und gucken wir es einfach mal so ein bisschen an, was hier rechts vielleicht ist. Aber es sieht schon sehr dunkel aus und sehr spät aus somit. Hallo, Kokoskeule. Und ich bin jetzt in die Falle wegen dir reingelaufen, weil ich gerade nach rechts geguckt habe. Aber es ist okay, ich verzeihe dir das. Wir spielen heute Darkboard. Ich bin Chris übrigens, für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin ein Spielentwickler und ich entwickle eigentlich selber Computerspiele. Aber heute spiele ich mit euch ein Spiel, denn natürlich jeder Entwickler spielt natürlich auch gerne. Oder was heißt natürlich, ich glaube, so ist es. Er lebt. What the fuck? Oh nein, sie stirbt nochmal, oder wie? Alter, what the fuck? What the fuck, Mann, ist gut! Scheiß Game. Hallo Gecko, willkommen. Zombie-Beißer, keine Ahnung, was das für ein Vieh war. Ich dachte eigentlich, das wäre auch schon tot. Wir haben das, glaube ich, schon mal bei der Wedding gesehen. Wir waren auf so einer Hochzeit und dort kam auch so ein Vieh aus der... Da liege ich, okay. Anscheinend kann ich mich looten. Ja, ich kann mich anscheinend looten. Okay, ist das Vieh jetzt wieder bei Full Life? Das Vieh ist weg! Scheiße, Mann! Nein, da ist es. Aber ich schaff's nicht, oder? Alter, das sind zwei. Ich hab's besiegt! Und da war ein Lappen drin. Haha, da war Kai drin. Brech. Okay, ich muss die Pattern lernen. Komm. Okay, ich habe die Pattern nicht gelernt. Okay, ich habe die Pattern wieder nicht gelernt. Fuck, Mann. Scheiße, Mann, ich geh weg. Alter, was sind das denn für Viecher, Mann? Ich brauche eine Pistole, Freunde. Das mit dem Hals nicht vollgehen kann, aber in jeder gewinnorientierten großen Unternehmen wahrnehmen. Das ist zum Beispiel in der B2B-Industrie auch nicht anders. Es ist ja auch so, wir leben in... Hallo, Freunde, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir leben im kapitalistischen System. Alter, was war das jetzt schon wieder? Und da ist es halt einfach so, dass es da auch um Geld einfach geht. So ist es halt einfach so. Wir leben gerade in so einem System und man muss sich dem... Ich sage ja nicht, dass man es gut sprechen muss, aber ich kann halt solche Unternehmen halt auch verstehen.
Im Endeffekt geht es ja auch darum, zu wachsen, zu expandieren, größer zu werden. Und das hat halt, das haben wir als kleine Spielentwickler, die 2 Leute sind oder 15 Leute sind. Und das haben das Unternehmen, was Ubisoft ist, was riesig ist, wo 600 Leute mitarbeiten. Also es geht ja immer weiter. Die Frage ist halt, wo ist die Grenze? Wo willst du nicht mehr wachsen? Und das definiert halt jeder für sich halt anders, ne? Zum Beispiel, wir haben für uns klar gemacht, wir haben bei uns Pillars definiert und unser Pillar ist quasi, dass wir auf maximal, also es ist maximal 25 Leute jemals wachsen wollen. Wir wollen halt nicht mehr werden als 25 Leute und ich glaube, da hat jeder andere Ziele. Ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die sagen so, hey, sie wollen an einem AAA-Studio mal Spiele mitarbeiten. Das kann ja auch ein krasses Ziel sein. Wir werden niemals mit unseren 25 Leuten ein AAA-Studio machen können, ne? Ich finde es gemein, dass du einen Lappen, der vielseitig einsetzbar ist, auf die gleiche Stufe wie Kai stellt. Das stimmt, das ist ein bisschen unfair gegenüber Kai, ne? Also gegenüber den Lappen, meine ich. Habe ich als ein Ein-Mann-Titler auch. Ja, genau das ist es halt. Man möchte halt immer weiter wachsen und ich kann es halt, wie gesagt, auch verstehen. Und Förderungen sind ja genau dafür da. Wie kann ich das? Kann ich das irgendwie jetzt reparieren? Nice. Das ist gar nicht so teuer zum Reparieren. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß halt nicht, wie spät es ist, Freunde. Deswegen, ich scheiße jetzt einfach auf alles. Wir speichern jetzt hier ab und ich gehe jetzt einfach dahin, ne? Und wenn ich sterbe, dann laden wir. Dann siehst du ja zusätzlich schwieriger aus mit meinem Posten bei Just2D. Hä, warum? 25, Mann, wir haben nicht mal die Hälfte. Wir haben gerade mal die Hälfte erreicht. Außerdem, Gecko, wir wachsen ja noch, Freunde. Das ist ja so der Punkt. Wir sind ja noch mitten im Wachstum und wir machen unser erstes Projekt. Wir wollen viele Projekte noch machen und wer weiß. Ich fand es super cool von Rennsemmel, das ist auch hier einer auf Twitch. Und der hat mir mal eine coole Geschichte erzählt, dass er mal mit... Ah, da ist schon wieder so ein Kai. Alter! Jo, ich habe nur ein Leben. Ja gut, ich gehe wieder zurück. War schön hier draußen. Ah, ich kann einen Verband machen. Mit ganz vielen Kais mache ich mir einen Verband. Ja, aber dafür eine Pandemie oder andere ausnutzen, finde ich falsch. Wie auch Mars und Coca-Cola gerade. Das ist 20.45 Uhr. Haha, du Witzbille. Ich weiß halt nicht, wie gesagt, die Storys, die ihr jetzt gerade habt von Coca-Cola und so weiter, kenne ich natürlich. Sowas verurteile ich halt auch und sowas unterschreibe ich auch nicht. Sowas finde ich nicht gut. Mir geht es gerade nur darum, dass ein Ubisoft eine Förderung beantragt. Ha, von der Pike auf gelernt. Ha, was willst du tun? Zieh dir erstmal was an, mein Freund, Alter, bevor du dich mit mir anlegst. Ey, ich sehe schon, dass das so Risiko ist. Bestimmt gerade 19 Uhr oder so und so gut wie dunkel. Stronghold-Liebhaber! Ja, Mann, wir gehen jetzt in den Schwein. Natürlich liebe ich Stronghold, Freunde. Stronghold war einer der coolsten Games, das Schwein. Schwein gehabt! Schwein gehabt! Greif nämlich jetzt an. Ja, die greifen mich an. Fuck, Mann, das ist so dumm, was ich tue. Okay, raus hier. Fuck, es ist dunkel, Mann, ich muss nach Hause. Oh, fuck, das war so dumm. Oh, Mann, warum warnt ihr mich denn nicht, Mann? Chat, ich dachte, ihr seid die Vernunft. Ich muss vor Einbruch der Dunkelheit in mein Versteck zurück. Ja, cool. Toll. Ja, auf dem Röhrenbildschirm. Alter, Freunde, wisst ihr noch damals LAN-Partys? Kennt ihr das noch? Mit dem Bollerwagen und so die Röhrendinger da drin. Das war halt richtig, richtig geil, Mann. Da habe ich die geilsten Stories, Alter. Und ein Kollege von uns hatte irgendwie damals, glaube ich, so einen 24-Zoll-Monitor. Das war so ein Riesenteil, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und den musste ich immer tragen, weil ich natürlich der Stärkste war. Und deswegen musste ich mal diesen fucking Röhrenmonitor da tragen, Alter. Und ich dachte mir jedes Mal, kennt ihr das? Dann haut das auch so in die Finger rein, weil die waren unten ja immer so spitz oder so. Alter, tat das weh. Alter, fick dich. So, das sieht doch ganz gut aus. Hier rein. Und abspeichern. Wir sind wieder safe. Habe ich noch Fleisch? Nope. So, das kommt da rein. Die Mistgabel ist vielleicht auch noch ziemlich geil. So, kann ich hier einen Lappen machen? Einen Verband.
Nice. Alter, ich bin echt gut angeschlagen. Ich will eine Pistole haben, Mann. Ich will ballern. Bam, bam, bam. So, da wäre unser Versteck. So. Ich meine, ihr habt noch nicht mal euer Spiel rausgebracht und habt schon die Hälfte. Ja, liegt alles an den Erfolg unseres Drover-Spiel, Gecko. Das heißt, also nicht kaufen. Dann wird es kein Erfolg und dann wachsen wir nicht. LAN-Party im Keller, nur eine Wendeltreppe erreichbar, ausrutschen und sich unter seinen PC werfen, um ihn zu retten. Das war noch Zeiten. Ja, programmiert, dem kenne ich auch alles so ähnliches. Jeder hat so seine Story und ich finde das so spannend, mit euch zu reden. Gerade, glaube ich, so diese Altersgruppe haben, dass man doch so Gemeinsamkeiten hat, dass man so ein bisschen durchlebt hat. Finde ich super, super spannend. Ich glaube, viele von euch haben genau die gleichen Sachen durchgemacht wie ich. Ich habe auch so viele Stories mit der LAN-Party, ne? Ja, eben, Gecko, genau. Deswegen darfst du das Spiel bloß nicht kaufen und nicht supporten. Das ist dein Schlüssel. Ja, da weiß ich nicht, Schweinestall, da müssen wir noch irgendwas machen. Erstmal jeden eine statische IP zuweisen, damit man ihn in-game findet. Ja, oh, das weiß ich noch. 192.168.0.1 oder irgendwas, ne? Hast du gerade uns alt genannt? Okay, stimmt hier, ja, aber alt. Ja, kommt aus der Perspektive an. Also aus Geckos Sicht sind wir alt. Aber aus der Sicht meiner Eltern sind wir jung. Ich glaube, wir sind die Millenniums oder so, ne? Oder was weiß ich. Ich glaube, alle, die so meine Altersgruppe sind, so um die 28, glaube ich, so 28 bis 33 oder so. Ich glaube, es ist Millennium oder so. 1987, dann bist du 35, ne? Ich bin 32. Ich bin 90 geboren. 85? Dann bist du 37. Ich bin 26, bin gerade noch in der Generation. Ja, stimmt, passt hin, so 26. 97, ja, D-Box, du bist raus. 7 Jahre ist aber auch noch. 7 Jahre, dann bist du. Oh. Alter, ich. Lass doch den Tisch los! Ja, jetzt war's. Alles das. Das Spiel wird langsam echt schwer. 1996er. Ja, ich weiß noch, bei uns Johannes, das ist ja der Geschäftsführer hier von Just2D mit mir, der ist auch, glaube ich, 97. Spiele ziehen von Kollegen, der dem Ordner am Netzwerk freigegeben hat. Ja, Mann, Spiele, Pornos, alles ziehen. Wer kennt das nicht noch von früher, Mann? Ich habe eine 10-jährige Tochter. Ja. Also bist du schon alt, oder, programmiert, Tim? 10-jährige, Alter, krass, Mann, ne? Was ich halt viel krasser finde, ist die Story. Ich habe eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, ne, Freunde? Und ich habe im Fitnessstudio gearbeitet und ein Kollege von mir, mit dem ich die zusammen gemacht habe, hat eine lustige Story mir mal erzählt. Der war im Fitnessstudio und da hat er, als er die Ausbildung gemacht hat mit mir zusammen, ne? Und der arbeitet jetzt bei Rewe irgendwie, macht der was. Und er war im Fitnessstudio. Zumindest auch so was Ähnliches passiert. Aber ihm war es witziger, weil er war im Fitnessstudio und dort hat er trainiert. Und da war da so ein, hat er gesagt, so echt ein heißes Mädel, ne? Und dann haben die, hat er, sie, das Mädel hat ihn angeguckt, ne? Und er so, hey, was will die denn? Hallo? Hey, war durchsuchen. Was ist hier? Hallo? Alter, was ist das? Habt ihr es gesehen? Ey, da war so ein Vogelding. Das ist mein Licht, meine einzige Lichtquelle. Was ist das, Mann? Hat er mich absichtlich jetzt hier eingesperrt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss zu dem Licht, deswegen gehe ich gerade so nah hier ran. Alter, was ist denn das? Es wird kleiner, Freunde. Hier kommt so eine Schale angeflogen. Da kriege ich Schaden, okay. Ich muss noch 2 Stunden aushalten, Freunde. Schon ein bisschen creepy, ohne Scherz.
Es wird kleiner, Freunde. Haben wir, glaube ich, überlebt. Ist jetzt hier was? Da war doch so ein... Da, guckt euch... Ich darf den nicht anschauen. Ich darf den, glaube ich, nicht anschauen. Zum Glück ist das eine Johannes-KI, Alter. Stellt euch mal vor, es wäre eine vernünftige KI hier einprogrammiert worden. Ich glaube, die war da festgesteckt. Ist sie jetzt weg? Alter, gar nicht creepy ohne Scherz. Was ist denn das alles hier für ein Zeug auf dem Boden? Okay. 313, Alter. Da können wir erstmal fett einkaufen. Alter, wir können uns doch hier eine Pistole craften, oder? Wartet mal. Eine Pistole benötigen wir. Okay, kann ich mir vielleicht eine Pistole jetzt... Ist das das hier? Handwerkfeuer? War das das? Oder war das ein... Das hier brauchen wir. Waffenteile. 450! Alter, ich hab meinen Arsch offen. Und das brauche ich, ein Klebeband. Und dann, glaube ich, noch Handfeuerwaffe, Gehäuse. Ja, Mann, Itachi Sharingan. Genau, Alter, das ist richtig gut. Ja. Ey, das kostet fast ein Tausender. Das geht nicht, Freunde. Das geht einfach nicht. Ich habe auch nicht mehr genug Altmetall. Alles ist scheiße. Das ist gerade richtig. Das ist nicht gerade, ehrlich gesagt, ist nicht so ein Abturner gerade. Ich kaufe mir auf jeden Fall mal die Sachen. Ich kaufe mir auch mal zwei Lappen. Mach's gut programmiert, Tim. Aber ich habe überlebt. Möchte ich bitte einmal, dass es notiert ist. Hallo, Jenny Yala. Willkommen. Willkommen hier beim Stream und wir spielen Darkwood. Willkommen. Wir spielen Darkwood, ein kleines Horror-Game und wir craften uns jetzt einen Dietrich und eine Bandage und begeben uns jetzt in die Welt der Gefahr. Ich bin rausgekommen, BOF. Ich habe es geschafft. So, machen. So, Freunde. Der Tag beginnt. Wir hüpfen raus. Und wir gucken uns jetzt mal die Hütte da unten an. Alter, what the fuck? Oh, guck mal, ist das so ein... Ist das hier was? Nee. Ah! Ah, das nehmen wir mit. Ein Köter. Noch ein Köter. Noch ein Köter. Alter. Alter, ich sterbe jetzt echt. Ja, ich habe keinen... Alter, wollen wir nicht was anderes spielen, Freunde? Rimworld. Ja, Rimworld hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Aber ich habe noch eine Idee. Ich habe gleich noch ein ganz cooles Game, was wir spielen können. Das wollte ich euch noch mal zeigen. Boah, fast in die Scheiße reingelaufen. Ich habe das Gefühl, die Hunde-KI ist anders. Ich glaube, das Problem ist, glaube ich, die Hunde-KI ist gleich. Nur ich habe eine langsamere Waffe, weil ich habe die Schaufel ja. Und ich glaube, damit habe ich mehr Probleme, als ich eigentlich dachte. Minecraft hätte ich persönlich super viel Bock, mit euch das zu spielen. So, jetzt gucken wir uns mal das Haus hier an. Hallo. Nice, Loot. Ich rieche Harz, okay. Post, jemand da draufgeschrieben. Okay. Okay, hier ist eine Lampe. Das wirkt alles. Da unten ist ein Generator. Okay, es sieht wie in ein Zuhause aus, muss man ja sagen. Wahrscheinlich wohnt hier jemand drin. Wer ist da? Hey, ich bin's!
bevor dieses Biest weg Metalltür meiner Garage lauert. Ah, okay, wir müssen so ein Wesen wahrscheinlich töten. Wahrscheinlich meint sie hier. Hallo? Uah. Ist der Molotow irgendwo? Ich habe wieder mal keinen Molotow dabei. Wollt ihr mich verarschen? Bestimmt ist hier ein Molotow drin. Das Spiel sagt bestimmt, hey, wir setzen dir hier Molotow. Nice. Nein, doch nicht. Ah, ich kann, glaube ich, einen Molotow einfach so mir craften, oder? Nee, kann ich nicht. Muss ich schon wieder zurücklaufen und nicht verarschen. Okay, da drin ist wahrscheinlich der Hund, vermute ich. Okay. Wir haben einen Dietrich, Freunde. Dietrich benutzen. Entsperrt. Nice. Vielleicht ist da ein Molotow drin. Wir brauchen Molotow, Freunde. Und da ist der Molotow. Ich sag's euch doch. Ich kenne das Spiel doch. So. Ich kenne das Spiel nicht. Also es war eigentlich gerade nur geraten. Aber ich bin Spielentwickler und das merkt man daran, dass ich das erkannt habe. Ich hatte vor allem, da merkt man, ich bin aber kein guter Gamer, aber ich hatte Molotow. So, da ist jetzt ein Hund drin. Der haut uns weg, ich sag's euch. Minecraft hätte ich super viel Bock mit euch zu spielen, also wirklich. Also Antares hat ja mal einen Server aufgesetzt, aber ich hatte ihn schon ewig nicht mehr hier gesehen. Wobei es leid es mir tut, das zu sagen, aber ich glaube, Chris würde Minecraft nicht mehr wiedererkennen. Es hat sich so viel getan, das glaube ich definitiv. Ich habe super viel Minecraft gespielt mit Vize Beast und sowas. Hallo? Da ist er. Aber ich hätte halt trotzdem Bock. Ich habe halt gesehen, dass es bei Minecraft jetzt so eine Secondhand gibt, dass man die in der Secondhand irgendwie Sachen halten kann oder so. Metzpower, willkommen. Mein Inventar ist voll Metzpowers. Was soll ich tun? Oh, nice, ein Werkzeugkasten. Oh Mann, ich habe so viel. Was ist das? Eine Rakete, oder? Rakete? Wo jemand drin sitzt? Oh, wollt ihr mich verarschen jetzt? Ich habe mir so den Arsch aufgerissen. Für diesen so einen scheiß Werkzeugkasten und jetzt ist hier einer drin. Zündholzer. Mach ich lieber so, dann komme ich nochmal wieder. Die Uhr droppen. Nee, BOF. Das wird nicht dein zweites schwarz-grüne Pulver. Rote Pulver. Hallo? Pio-Trick. Ups, hab gar nicht gehört, wie du reingekommen bist. Der Blick des Jungen. Ach so, das ist ein Junge. Wandert durch den Raum. Ich habe gestern so ein wackeliges Metalldingsbums gefunden. Es lag da im Gras rum. Ich mag kein Gras. Nicht gut, Freunde. Hört auf mit Gras. Er ist so glitschig und kitzelt mich an den Füßen. Statt Gras hätte ich lieber dieses Metallwackelding da. Ja! Die Metallantennen an seinem Drahthut fangen plötzlich an zu vibrieren. Hast du das Metallwackelding? Ein Foto von einer. Auf der Straße. Hier kommst du nicht nach Hause. Du musst eine Rakete bauen. Das sind die Blaupausen für eine Weltraumrakete. Fast fertig. Ich habe den ganzen Traktor ausgeschlachtet, damit ich sie bauen kann. Aber mir fehlen ein paar Teile, ein paar sehr wichtige Teile. Zum Beispiel einen glänzenden kleinen Spiegel und so eine rechteckige Box mit Kabeln. Und, der Junge ist plötzlich in Gedanken, wenn ich nur noch mehr Traktoren hätte, dann könnte ich auf jeden Fall ins All fliegen. Ein Küken. Ich hätte auch mal so eins. Ich habe es zu einer makellosen kleinen Kugel eingeschmolzen. Sie sah aus wie der Mond. Und hast du schon das Flugzeug gesehen? Es ist fast fertig. Naja, fast fertig. Fehlen nur noch ein paar Teile. Die muss ich noch finden. Und ich muss die ganze Hülle reparieren. Das ist vor kurzem die Feder aus abgefallen. Aber als ich in das Cockpit gestiegen bin, habe ich mir den Kopf angestoßen und, naja, da ist sie abgefallen. Ich dachte, ich fliege, aber es ist nur das Licht ausgegangen. Oh, ich habe auch eins. Das ist so ein schönes Foto. Okay, handeln. Okay, Freunde, hier gibt's auch das Zeug. Wir haben hier nur 50, das ist nicht so geil. Alter, guck mal, so eine richtig geile Taschenlampe, ne? Karte vom alten Wald. Dann nehmen wir mal mit. Eine Karte, ne? Wir können hier so ein bisschen Zeug verkaufen. Das Altmetall brauchen wir. Ah, das nimmt sie gar nicht an. Das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Den Molotow, die Batterie verkaufen wir. Alter, wir kriegen niemals so viel Geld zusammen.
Okay. Wir haben uns so eine Karte jetzt gekauft. Kann ich die irgendwie aktivieren? Ah, okay. Kirche gefunden. Oh Gott, schwer die Kirche. Kennst du Barotrauma? Das wäre wahrscheinlich auch noch ein Game für dich. Ja, das habe ich schon mal gespielt. Das ist das U-Boot-Spiel, oder, Metz? Das ist, glaube ich, das U-Boot-Spiel, wo du da, ja, im U-Boot bist. Schon ein Grund, den Typen zu töten, als ob er kein Gras mag bei solchen Gedanken. Ja, da gebe ich dir recht, das wirkt sehr awkward. Das gebe ich dir hundertprozentig recht. Ah, guck mal, hier haben wir... Ach, da haben wir eine Kirche gefunden. Ah, und da haben wir unsere Base gefunden. Okay, hier war die Brücke, da waren wir, konnten wir schon rüberlaufen. Okay, dann entdecken... Wir sind voll, lass uns erstmal zurücklaufen. Barotrauma habe ich mal gespielt, aber irgendwie hat es mich nicht ganz so gecatcht. Hallo, Creed Talk 1. Willkommen! Ich bin Chris, ich bin Spielentwickler, alle, die neu sind. Willkommen hier. Ich bin auf Twitch und auf TikTok. Und wir spielen heute das schöne Spiel Hau den Wolf. Na, komm ran. Na, komm doch! Da läuft viel besser hier mit, Alter, anstatt die ganze Scheiße da zu nehmen. Was ist noch ein Bello? Ich hau alles weg, Mann. Bam! So, Freunde. Emotionen! Wir machen Prog. Ich hatte kurz einen Down. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte gerade echt einen Down, wo ich zweimal gestorben bin. Ich dachte so, hol das neue Spiel raus, was du eigentlich heute spielen wolltest. Und dann dachte ich mir, nein. Packen wir das hier mal rein. Ah, warte, wir können uns jetzt aufrüsten, oder? Objekte verbessern? Nee, reparieren. Das können wir jetzt reparieren. Und das würde ich ganz gerne auch reparieren. Alter, das kostet super viel Zeug. Dann kommt der Klebeband rein, das kommt rein. Werkbank aufbessern. Alter, was? Ich benötige einen Föhn? Was ist denn der fucking Föhn? Ah, okay, ich brauche das Zeug gar nicht mehr. Das ist ja natürlich jetzt scheiße, dass ich das jetzt habe. An den Pilz können wir hier reintun. Haben wir fast ein Level ab. Okay, dann gehen wir nochmal weiter nach Südwesten. Nie ohne Seife waschen, ja. Wir spielen heute auf jeden Fall gleich noch ein anderes Spiel, weil ich habe noch ein neues Spiel, was ich mit euch zusammenspielen wollte. Das können wir so um 21.30 Uhr starten. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Das ist ein Spiel, was vorgestern rauskommt, wovon wir aber gleich, worüber wir gleich dann sprechen werden. Wir gucken uns jetzt erstmal hier weiter an und entdecken so ein bisschen diese Welt und gucken, was hier noch so ist. Hier ist auf jeden Fall Holz. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Also Schaden tut es uns auf jeden Fall nicht. Aber die Steinscheiße lassen wir mal hier. Oh, das wiegt halt wieder so super viel. Auf jeden Fall sind hier Hühner oder was war das? Ich war auf jeden Fall gerade ein Huhn. Ah, hier gibt es ja noch eine riesige Stadt, wurde ja gerade gesagt. Ich soll ja irgendwie in die Stadt laufen. Oh. Bin ich mal gespannt. Größtes Inventar. Ja, das machen wir als erstes. Das ist ein super gutes Feedback, weil das können wir sogar auch machen. Das hätte ich, glaube ich, sogar gerade auch... Wie geil ist das denn? Ja, da gucken wir mal zu, ne? Was denkt ihr, wer gewinnt? Also ich bin... Ich hoffe, dass der Typ gewinnt. Weil der echt gewonnen. Ist er gedodged? Ja, nice. Geil, oder? Wie geil war das denn gerade, Mann? Das war der sixte Mut ever. Mut ever. Lord Paul, du lebst ja wieder, Alter. Sagen wir es mal so, ich hab's überlebt. Ich hatte Corona und ich lag 2 Wochen flach und mir geht's immer noch nicht ganz so gut. Ich bin noch nicht hundertprozentig regeneriert. Und, aber es reicht wieder, dass ich heute mal wieder probiere, ein bisschen zu reden. Aber ich merke halt auch wieder, mein Hals tut weh, Freunde. Aber einigermaßen geht es. Und ich wollte euch mal so gerne dieses Spiel hier zeigen. Das ist Darkwood, was wir hier spielen. Und das ist einer der Gründe, warum Kai und ich damals, oder warum wir überhaupt Drover entwickelt haben. Das ist eine sehr starke Inspiration für unser Spiel. Ja, am Morgen vermisst. Ja, machen wir auch wieder, Freunde. Keine Angst. Das machen wir am
Nächste Woche wieder. Nächste Woche Montag fangen wir damit wieder an. Nächste Woche Montag bin ich wieder von 11 bis 13 Uhr live. Und. Okay. Nächste Woche bin ich wieder live und dann werden wir aber nicht. Alter. Warte, ich bin weg. Das Spiel ist ja super. Ja, kann ich ihn looten? Aus dem Zweiten Weltkrieg. Überall ist Hitler, egal wo man hingeht, ne? Darkwood ist sogar Dark Drohweil, so sieht's aus, ne? Nee. Lord Bob, wie gesagt, nächste Woche bin ich wieder live. Und dann machen wir von 11 bis 13 Uhr, arbeiten wir aber wieder ein neues Projekt eigentlich, habe ich ja gesagt. Aber dadurch, dass der Monat ja schon zur Hälfte rum ist, werden wir an Drova entwickeln. Wir werden Quests sehr viel einbauen. Und das werden wir eine Woche lang machen. Und dann, ab nächster Woche, starten wir ein neues Projekt, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und da, das präsentiere ich euch dann, was wir dann machen werden. Bin ich sehr gespannt drauf, ob euch das gefällt. Es ist ein sehr kleines Minigame, aber ich glaube, es ist programmiertechnisch sehr anspruchsvoll, finde ich persönlich. Auf jeden Fall anspruchsvoller als das, was wir letztes Mal gemacht haben, weil es eine andere Thematik einfach hat. Es geht eher um Tilemap, Map-Generierung, auf der Map sich bewegen und so weiter und so fort. Das wird so der Schwerpunkt sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Ahnung, wie ich das implementieren soll, weil das übelst lange her ist. Ist nicht mein vertrautes Gebiet, aber das macht ja auch gerade Spaß, immer an seine Grenzen zu kommen und weiterzumachen. So, wie kann ich jetzt mein Inventar verbessern? Ich habe doch so ein Ding hier, ein Stück feinstes Stoff. Da, ich benötige so ein Seidenpissding. Okay, alles klar, dann kann ich das gleich verbessern. Nee, das hier ist es, Vergrößerung des Inventars. Und da benötige ich so ein Seidending irgendwie noch. Und das muss ich mir noch holen. Und das fehlt mir gerade noch. Aber wir haben super viel Holz. Aber ich glaube, wir haben keinen Strom mehr. Alter, ich dachte gerade, oh, war das gerade creepy. Ich habe ja eine Kerze angemacht und da kam mir gerade so Qualm entgegen und ich dachte, das wäre so ein Geist, der mir entgegenkommt. Das war gerade echt creepy, Mann. What the fuck? Gut geht's. Okay, tun wir das alles mal hier rein. Weil ich will nochmal losgehen und ein bisschen was looten. Weil wir haben ja noch 3 Stunden. Und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal los. Und dann spielen wir gleich ein neues Spiel, Freunde. Darkwood haben wir dann heute gespielt, weil ich möchte euch gerne noch ein neues Spiel zeigen. Was eigentlich ziemlich, ziemlich cool aussieht. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das findet, ob euch das gefällt. So, wir waren jetzt hier unten, wir waren beim Panzerwrack. Wir waren bei dem Holzding. Da oben waren wir noch nicht. Da gehen wir jetzt hin. Oh, hier können wir erstmal looten. Da sind auf jeden Fall mehr von diesen Viechern ohne Schwert. Das ist ja alles. Ich bin ja fast tot. Ah, nice. Da, ein Draht brauchen wir. Oh, ich mich verpisst, Alter. Was habe ich jetzt hier für die? Was vergiftet? Du siehst schlechter. Ey, alles ist scheiße. Ja, gut. Ah, nee, ich kann mich heilen. Komm, heil gegen. Alter, hab ich mich erschrocken. Also man merkt, das Spiel wird brutaler, ohne Scherz. Also ich finde das Spiel gerade ziemlich brutal, ist der falsche. Habt ihr es gesehen? Ja, eine Pistole. Also so eine halbe Pistole, aber eine Pistole-artiges. Ich habe ja fast Vorläufig. Ich kann da nicht reingehen. Ey, komm, Chris, alle glauben an dich. Alle wissen, dass ich der krasseste. Okay, vielleicht wird. Geil gemacht, Freunde. Ey, der hat mal richtig geiles Zeug dabei, Mann. Der hat nicht so geiles Zeug. Das haben wir jetzt durchsucht. Hier war noch ein Topf. Da ist noch Fleisch drin. Aber habt ihr jetzt gesehen, ich habe irgendwas Cooles bekommen. Guckt mal hier. Das hier, ein Handfeuergehäuse. Das heißt, wir können uns jetzt gleich eine Pistole machen, glaube ich.
warum gehe ich weiter? Warum gehe ich nicht einfach zurück? Kennt ihr das, wenn ihr immer weitergehen müsst? Ihr habt was Geiles gefunden, ihr könnt jetzt einfach sagen, geht jetzt einfach zurück, aber nein. Man geht immer weiter rein und man weiß, dass das nicht gut wird. Aber man ist so greedy, ne? Das ist es halt, Freunde. Man ist immer so greedy. Ich mag es, dass man die Gegner auch nur sieht, wenn man hinguckt. Ja, das finde ich super, super cool. Das ist eine Grundsache, woran wir bei Drova super stark inspiriert sind. Du siehst das zum Beispiel mit den Bäumen auch, dass dahinter, dass man dahinter so faden kann. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich halt super, super cool gemacht. Und das hoffen wir, das bauen wir bei uns im Spiel auch ein. Also das haben wir bei uns im Spiel auch drin. Weil ich finde das super, super, super cool. Weil das so die Explorative so, hey, ich guck mal dahinter, was ist... Oh, what the fuck? Habt ihr es gesehen? Da sind irgendwie... Ich sollte auch jetzt zurück, es wird dunkel. Da sind irgendwie noch drei Gegner gerade hingekommen. Bestimmt, weil ich die anderen getötet habe. Es war keine Absicht. Oder es war Absicht, doch. Ja, es war Absicht. So... Ja, ich laufe schon. Lauf. Ich weiß gar nicht, warum mein ganzes Altmetall weg ist. Hier ist auch noch Holz. Habe ich das schon gelootet? Ja. Alter, ist das creepy. So, wir machen das Feuer jetzt an. Nicht das Feuer, sondern ein Generator. Nüpfen wir mal hier rein. Benzin. Geil, Mann, da freue ich mich drauf. Das können wir vielleicht morgen was Geiles mitmachen. Mal gucken. So, ich muss mal noch einen Verband machen für die Nacht, weil die Nacht wird jetzt sehr heavy, glaube ich. Weil die letzte Nacht war schon sehr heavy. Da haben wir noch einen Verband. Kann ich noch was reparieren? Das will ich auch noch reparieren. Okay. Die Schaufel finde ich persönlich nicht so geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Flow nicht mit der Waffe. Ich hätte am liebsten so eine Axt oder sowas, aber haben wir halt nicht, ne? So, dann verstecken wir uns mal hier wieder. Da war was Rotes, habt ihr das gesehen? Also ich glaube, das Ding hat mir letztes Mal den Arsch gerettet. Halbe Mann, danke dir für deinen Twitch-Sub. 5 Monate, ist das nicht krass? Ich war neulich bei jemandem im Twitch-Chat und da hat jemand gesagt, hey, danke für dein 48. monatiges Abo. Ich so, what the fuck, 48? Dachte ich mir so, wie krass ist das denn? Ich finde das jetzt schon krass, dass wir 5 Monate zusammen schon hier zusammen sind. Das finde ich so geil. Ich finde das so cool mit euch. Hallo Antares, wir haben vorhin über dich gesprochen. Wir haben vorhin darüber geredet, wie es dir geht, was ich dich lange nicht mehr gesehen habe. Und wir spielen gleich ein Spiel, was du auch schon auf die Wunschliste gepackt hast, nach dieser Nacht hier. Glaub ihm kein Wort. Immer glauben. 50 Monate, Alter, das finde ich so krass, finde ich so cool. Bei wem bist du denn 50 Monate? Und seit 46 Monaten oder so bin ich dort Mod. Das heißt, du hast 4 Monate gebraucht, um Mod zu werden. Das ist auf jeden Fall sportlich. Ich hoffe, ich werde benachrichtigt, wenn ich wieder subben muss. Das weiß ich gar nicht, wie das abläuft, wenn ich ganz ehrlich bin. Auf jeden Fall halbe danke dir für dein Prime. Du bist der Einzige, für den ich mein Prime-Abo nutze. Ich fühle mich sehr, sehr, sehr geehrt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Hier ist so viel. Die Nacht wird so creepy, sage ich euch jetzt schon. Weil ich, Antares hat ja mal einen Minecraft-Server aufgemacht. Ich weiß nicht, ob der noch läuft, Antares. Aber ich habe dafür schon ein, zweimal Werbung gemacht hier. Ich glaube, es hat nicht so viel gebracht. Aber ich hätte persönlich auch wieder super Bock, Minecraft mit euch zu spielen. Das hatte ich ja schon die ganze Zeit. Und gerade bin ich in so einem Moment, wo ich nicht weiß, was ich mehr mit euch spielen soll. Deswegen hätte ich persönlich Bock mit euch. Sieht ihr mich nicht? Hallo? Alter, er gibt mir jetzt... Was? Ja, Rip. Ja, Rip, was soll ich machen, Alter? Boah. Jetzt. Hallo, Taltaya. Für dich habe ich gleich ein Game, was wir gleich spielen. Why are we still here? Wir
erschreckt mich immer so. Ja, so geht's mir. So geht's mir, wir sind gestorben. Nein, wir spielen jetzt ein neues Spiel, Freunde. Wir spielen jetzt ein anderes Spiel. Wie mache ich das denn? Zack, so, wir spielen jetzt ein anderes Spiel, Freunde. Ich habe was anderes vorbereitet heute noch. Das trage ich mal ganz kurz ein. Ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt, Freunde. Deswegen, mein Steam ist gerade nur abgeschmiert. Moment. Ich gucke ganz kurz, ob es das überhaupt bei Steam gibt, weil das ist vorgestern rausbekommen. Ich kenne das Spiel noch gar nicht. Testet neues Game. So. Freunde, ich richte gerade alles hierfür ein. Zack. So. Erzähl, was hast du denn für mich? Ja, das erzähle ich dir jetzt sofort. Eine Sekunde. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich zu sehen. Ich habe dich auch lange nicht mehr. Ich habe euch alle nicht mehr lang gesehen und im Herzen. Zwei Monate, sage ich schon. So. Zero. Seifert. Da spielen wir heute. Ich kenne das Spiel nicht. Das kam vorgestern raus. Und ich weiß nicht, ob euch das Spaß machen würde, aber ich wollte mir das unbedingt mal anschauen. Ja, und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich zeige euch das Spiel mal. Ihr kennt das Game? Das Spiel ist ja gerade nagelneu rausgekommen. Cool. Also es sieht echt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das sich jetzt anschaut, sieht es gerade super crappy aus. Du hast das schon vor einer Jahr gezockt in der Alpha. Ah, super geil, Mann, Alter. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, Freunde. Das ist das neue Spiel, was ich so ein bisschen mir heute vorbereitet habe, was ich euch mal mit euch reinschauen wollte. Wow, ist es so schlecht geworden. Warum? So eine Art Escape from Tarkov in 2D. Genau, Antares. Ich habe gesehen, dass du es auf die Wunschliste hast. Und das Spiel spiele ich, wow, in 4 Jahren in 4K. Was spielst du in 4K? Ach so, du hast einen neuen Rechner. Das da drüber habe ich jetzt gelesen. Ja, Mann. Geil. Ja, Witcher. Und was spiele ich? Ach, WoW in 4K. Ach so, du spielst... Ich verstecke... Oh, ich verstehe es. Ja, WoW ist echt ein krasser Pick auf jeden Fall, Freunde. Wir spielen heute mal New Game. Ich habe das noch gar nicht gespielt. Hier seht, hier ist der Beweis, noch gar nichts. Die Grafik wirkt gerade erstmal sehr strange, also sehr pixelig. Aber es ist ja auch ein Pixel-Game. Ihr wisst ja Bescheid, ich entwickle ja auch ein Pixel-Game. Und wir schauen uns das Spiel einfach mal an, Freunde. Choose a starting equipment. Ah, okay. Ja, wir nehmen einfach mal Equipment 1. Ich habe noch keine Ahnung von dem Spiel. Wir gucken uns das einfach mal an. Willkommen im Bunker Zero Sievert. Das ist der letzte sichere Platz in Tarkov. In diesem Platz wirst du Missionen annehmen können. Du kannst handeln und du kannst dein Equipment verwalten. Aber bevor du auf die Jagd gehst, solltest du dir erst den Bunker genauer anschauen. Wenn du den Bunker verlassen möchtest und handeln möchtest, musst du mit dem Trainer, Konduktor da, den Typen da unten reden. Hier ist located, er ist am südlichen Rand am Bunker, dort, wo auch die Kamera gerade hin zeigt, auf Deutsch gesagt. Er erzählt mir noch so ein bisschen was über die Maps, die ich entdecken kann. Ich bin mal gespannt. Wenn du zu den Barmann gehst, hat er einige Aufgaben für mich. Er erzählt mir auch so ein bisschen, was hier so passiert ist in Tarkov. Tarkov ist also die Welt. Da ist ein Raum im Bunker, der für dich ist, wo du alles Mögliche machen kannst. Du kannst dort eine Workstation bauen, kannst da neue Items craften und so weiter und so fort. Ich kann mit J gucken, was meine persönlichen Aufgaben sind, Missionen und so weiter oder alle Sachen. Mit Tab kann ich mein Inventory angucken und mein Equipment checken. Wenn ich Informationen brauche, kann ich einfach Escape und das Tutorial anklicken. So, das sind wir. Guckt euch das mal an. Blub, 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 blub. Das bin ich. Das bin ich hier. Sieht aus wie Drova, oder? Ist auch so ein Pixel-Game. Ist doch alles gleich, ne? Kann dir immer empfehlen, Sniper zu nehmen. Sniper, ich weiß, was haben wir denn überhaupt? Wir haben eine AK, denn wir sind... Und wir haben das hier. So, wir haben ein Medipack, der gibt uns Essen. Genau, wir haben hier oben Werte, wie zum Beispiel, ob wir gut ausgeruht sind, ob wir genug Essen haben, ob wir genug Trinken haben und ob wir nicht verstrahlt sind, Freunde. Das ist ganz wichtig und ihr seht, das ist ein krasses Game, glaube ich. Ich weiß es auch noch nicht so. Shut up. What are you? Okay. Hey, was geht ab, Mann? Ganz ruhig. Ich bin da. Was machst du da?
Okay, ich kann ja anscheinend mit niemandem interagieren. Okay. Gucken wir uns das erstmal an. Ich bin für alle Tipps offen. Ich spiele das erste Mal. Und wir holen uns jetzt unseren Task First Step. Hey, Stranger, welcome to the Zero Severed Bunker. I don't know how you got there and frankly I don't care. Okay, wir kriegen eine Mission hier auf, dass wir quasi, dass er möchte sehen, was wir tun können. Und deswegen gibt er uns einen einfachen Job. Geh in den Wald und überlebe. Das nehmen wir an. Zack. Mission angenommen. Jo. Alles klar. Fresh Meat. Oh, cooler Spruch, ne? Kann man das auch auf Hochdeutsch spielen? Dein Englisch ist ja not the yellow from the egg. Nee, ich glaube, das geht leider nicht. Es tut mir leid. Ihr müsst nur, mit meinem Englisch müsst ihr auskommen. Aber das ist ja auch Entertainment, was ich hier mache für euch. Ich glaube, es geht nur auf... Warte, ich kann ja mal ganz kurz gucken. Das spielen echt gar keiner, okay. Nee, geht leider nur auf Deutsch. Es tut mir leid, ihr müsst mit My English auskommen. Alter, wie riesig ist denn diese Base? Guckt euch das mal an. Das ist ja riesig. Hier oben ist auch alles. Okay. Aber das Spielprinzip, soweit ich das gesehen habe, geht darum, dass wir jetzt eine Mission haben und wir müssen jetzt irgendwie in den Wald gehen und müssen überleben. Das machen wir jetzt. Bin fasziniert und überrascht. Worüber bist du denn fasziniert und überrascht? Erzähl mal. Sehr gut übersetzt auf die Schnelle. Danke, Divido. Das ist sehr, sehr lieb. We all sit in the same boat. Ja. Also, hiermit können wir jetzt gleich die Mission starten. Wir gucken mal an, was wir haben. Wir haben hier Wasser, damit können wir trinken. Das ist ja klar. Das heißt, Radiation verringern wir damit und unser Durst geht quasi hoch. Dann haben wir Tee. Der macht unser Durst hoch. Und dann haben wir Hunger, also so Essen, einfach Thunfisch, Brot. Und das ist Munition, was wir haben. Okay, alles klar. Es ist dafür die Munition. Brot, Brot, Brot. Und hier machen wir quasi, ja, unsere Wunden heilen wir doch. Steht doch da. Was steht denn dort? Antares. Blab, 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 blab. F. So, was ist unser Task? Materials. Hey Hunter, ich kann dir ein Bemannschaft Camp because okay, im Endeffekt ist die Aufgabe jetzt, I can't take you past because the railway have to repair it. We're working on it, but if you want to help, it would be quicker. Bring me these items, we repair the section. Also soll ich ihn irgendwelche Items bringen? Aber welche Items soll ich ihm bringen? Ach da! Nee. Hey, bin ich doof? Okay, wir nehmen einfach mal an. Okay, und dann kriege ich hier diese Items. Weapon Repair Kit. Armor Repair Kit, Weapon Repair Kit und Weapon. Okay, alles klar. Ist die Währung Poketaler? Ich weiß gar nicht, was die. Rubles hier. Ist das Pokémon? Okay, ich glaube, wir starten einfach mal die erste Mission. I want to leave, okay. Und wir wollen in den Forest. Dann gehen wir einfach mal hin, Freunde. Russisch. Irgendwie hast du es heute, BOF, mit Russisch. Kann das sein? Moment, ich muss noch ganz kurz was einstellen. Entschuldigung. Hier seht ihr mich, by the way. Ich muss ganz kurz noch eine Sache einstellen, sonst funktioniert das leider hier alles nicht. Moment. Nur Probleme, Freunde, wie immer, ne? So. Blapp. Ich tappe raus. Wir tappen rein. Wir zecken die 2 und sind drin. Da sind wir! Wir fahren mit dem Zug. Okay. Tschüss. Okay, jetzt sind wir im Wald drin. Also ihr seht, ich kann so ein bisschen faden. Okay, ich kann die Bäume faden, aber die Bäume sind keine Collider. Alles klar, dann gucken wir mal so ein bisschen rum. Okay, hier ist irgendwie Radioaktivität da. Oh, das ist eine Hütte. Dann gehen wir doch mal... Oh. Was ist in der Hütte hier? Ah, wie cool. Guck mal, ich bin in der Hütte drin. Kann ich jetzt hier irgendwas looten? Okay. Okay, ich kann aber nichts in dieser Hütte machen. Also, das ist ein bisschen... Hallo, Firefox. Ja, ich bin wieder fit. Freut mich, dich zu sehen. Oh, freut mich. In Klammern, ich warte immer noch auf deinen Post. Ja, ich bin jetzt wieder fit und wir spielen heute ein neues Spiel. Wir haben letzte Woche Freitag schon gemacht, Firefoxy. Da warst du nicht da, hast du es verpasst. Aber ich bin morgen, weiß ich gar nicht, ob ich da bin. Ich glaube, ich bin da, aber Kai ist auf jeden Fall... Oh,
What the fuck? Was ist denn hier? Ja. Cooles Game. Wie gefällt es euch? Also welche Stelle fandet ihr am besten? Also ich fand es ja dramatisch in den ersten Moment, wo ich ankam. Der Zug ist weggefahren. Ich habe das Haus gefunden. Super viel passiert. Und dann kam die Wölfe und ich war tot. Ja, wie gefällt es euch so? Was sagt ihr so? 1 bis 10? Wie findet ihr das Spiel? Ich finde das Haus gut. Ja, das war die beste Szene, ne? Cool. Hä? Okay, nochmal in den Forest. Da stand Nachladen. Kurz rein. Meine Stelle ist zwangsweise das Beste, wo du gefressen wurdest. Ja, das war auch eine sehr gute Stelle. Gute Dramatik, ne? Schön sicher und Haus sind sehr wertvoll. Ja, das war echt cool. Das Haus war echt Highlight von dem Trip. Und BOF hat, glaube ich, recht. Ich glaube, ich musste meine Waffe nachladen. Ich mag die Grafik. Ich finde die Grafik ziemlich, ziemlich cool, weil was mir in der Grafik sehr gut gefällt, weswegen ich auf dieses Spiel aufmerksam geworden bin, durch einen Twitter-Post. Und im Twitter-Post wurde quasi das Gras, finde ich, ist ziemlich cool gemacht hier. So, das habe ich erstmal nachgeladen. So, jetzt kommen die scheiß Wölfe, wo seid ihr? Ich mache euch tot. Ey, die haben mich ja gewone-shottet, die Wölfe. Ha! Ah, guckt mal, wie cool ist das? Wie kann ich das nehmen? So, okay. Das heißt, es ist von Anfang an nicht alles erkennbar, sondern es wird nach und nach... Oh, fuck, was ist das denn? Das sieht aber nicht bewohnt aus. Hallo? Wow! Ja, what the fuck? Oh, guck mal, wie er das macht. Oh, so süß. Guck dich das mal an. So, aber lange. Kann ich mich jetzt irgendwie heilen? Oh, ich bin tot. Cool. Und wie fandet ihr meinen zweiten Run? Was war das Beste? Also wir haben... War schon ein bisschen erfolgreicher, muss ich sagen. Ich hasse auch Shooter, Zerakles. Ich hasse es auch. Aber ich fand es sehr interessant zu spielen. Letzter Freitag war die Hölle. Ja, wir haben ein neues Spiel angefangen, Firefoxy. Das Beste war, die Medizin zu nehmen und dann zu scheitern. Ja, bis jetzt ist ein ganz cooles Spiel. Also macht echt super viel Spaß. War hier irgendwas falsch? Okay, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die da waren, die Gegner. Die haben mir ziemlich eine Breitband gegeben. Okay. Wir lernen ja, Freunde. Ich bin offen für Tipps. 7. Versuch. Nein, 7 Versuche nicht. Wir sind erst bei Versuch Nummer 2. Also wir haben noch 5. Erfolgreich gestorben. Ich habe mir ein Virus eingefangen, musste arbeiten und den Kindergeburtstag für meinen Sohn vorbereitet. Du hast dir ein Virus eingefangen, was denn für ein Virus? So Corona? Ist das ein Virus? Ja, ist ein Virus, glaube ich. So, da unten links sind jetzt meine Munition. So, jetzt gucken wir mal, Freunde. Was? Ja, geiles Game, oder? Ja, richtig Laune, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ich mag den Zug. Ja, den Zug kennen wir jetzt, Alter. What the fuck, Mann? Habt ihr das kommen sehen? Ja, ist jetzt Corona ein Virus oder nicht? Es war bedauerlich, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Oh, das glaube ich dir, ne? Das ging schnell. Ja, Fabsi, hau Tipps raus, Mann. Was mache ich falsch? Ich mag den Schwierigkeitsgrad, ja. Eine gute Lernkurve, ne? Das hat der Arzt nicht gesagt. Er meinte, klingt nach einem Virus, aber der Corona-Test war negativ. Ah, hoffentlich geht's dir aber wieder besser, Firefoxy. Das ist scheiße, Alter, wenn man sich sowas einfängt. Jetzt bin ich übelst vorsichtig. Ha! Voller Erfolg, Freunde! Guck mal. Ich gehe jetzt einfach übelst vorsichtig vor. Pass jetzt über auf. Guck mal. Düm, düm, dö, dö, düm, düm, dö, dö, düm, düm, dö, dö, düm, düm. Mein Ziel ist es jetzt, nicht überrascht zu werden und getötet zu werden, Freunde. Das müssen wir hinkriegen. Okay, jetzt alles verstrahlt.
Ich lasse dich am Leben, Hase, aber weil ich es will. Ich will dich am Leben lassen. Keiner gesehen, Alter. Weh, ihr habt das gesehen. Ihr habt gerade alle weggeguckt, Mann. Okay. Ey, da ist doch bestimmt wieder so ein übelster... Hallo? Hallo? Also das ist ja cool, dass das nach und nach erst... Alter, was ist das denn? Ein Hammer? Item Description, cool. Was ist das jetzt? Nägel, Nägel. Wozu brauche ich so ein Zeug jetzt hier? Ah, cool. Wir haben einen Task fertig anscheinend. Würde ich mich auch freuen, vorher, Foxy, wenn wir uns sehen, ne? Ist das online? Nee, das ist offline. Oh, Stone Shard. Das können wir auch mal spielen. Stone Shard ist der Julian bei uns im Team. Absoluter Fan. Wow! Ey, die haben den Hasen getötet! Die haben den Hasen getötet, Mann! Das war mein Bait! Jetzt weiß ich, dass da Gegner sind. Das habe ich deswegen rausgefunden. Alter, richtig smart von mir gemacht. Was ist jetzt hier drin? Eine Zange? Ist ja richtig, richtig cooler Loot. Nein. Was ist das hier? Okay. Kann ich jetzt hier irgendwie was... Okay, ich bin gut gerastet, ich habe nicht so viel Hunger. Sieht alles noch sehr gut aus. Okay, wir machen weiter. Diesmal läuft es, ich habe das Gefühl, es läuft richtig gut. Also da gehe ich, glaube ich, ja, da gehe ich jetzt rein, ne? Ich bin ja stärker als die. Nice, Freunde. Erfolge nach dem Erfolg. Also jetzt läuft's, Freunde. Was stellst das für eine Kreatur da, wie du bist? Ich bin, so ein kleiner Männchen eigentlich. Das ist doch auf. Ah! 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 Was ist das denn? Ich bin weg. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Oh, hier fühle ich mich gut drin. Habt ihr das gerade gesehen? Was war das denn für ein Vieh? Ist ja wie Darkwood hier. Das habe ich ihn zum Bluten gebracht. Warum nachlade ich denn immer? Warum nachlade ich denn immer? Ey, es läuft besser, Freunde. Es läuft besser. Duct Tape. Es läuft richtig gut, habe ich das Gefühl. Ein USB-Stick, ein Duct Tape. Irgendwas. Irgendwas. Und Alkohol. Alter, das läuft richtig gut. Ich habe richtig viel Loot. Da kam... Warum lade ich immer nach? Ich outplaye sie jetzt. Ich komme jetzt... Oh fuck, was sind das für Viecher? Ich habe ihn besiegt, glaube ich. Oh, ich blute. Freunde, ich blute. Guckt euch an, wie süß das ist. Guck mal, ui, ui, wie süß. Oh, fuck. Sieht er mich? Der sieht mich nicht. Ich bin voll versteckt. Hä? Er hat gerade auf das Schwein geschossen und mich getötet? What the fuck, Mann? Habt ihr es gesehen? Er hat mich gesehen, aber er hat mich... Habe ich das Zeug noch? Ey, cool, ich habe alles verloren. Ah, hier sind Schnelltasten. Ah, das ist auch schon mal ein guter Input. Danke dir für das Feedback. Ja, ich hole mir... What the fuck? Das wirkt gerade sehr random, muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde. Aber es ist ja cool, dass die auch gegeneinander kämpfen so ein bisschen. Das gefällt mir, Freunde. Eigentlich ist das Spiel ganz interessant. Also, wir müssen dem Spiel eine Chance geben. Ihr könnt das Spiel auch kaufen. Das kostet, glaube ich, 17 Euro. Könnt ihr euch auch selber holen. Das ist vor 2 Tagen rausgekommen. Glaube ich, in Early Access ist es. Hast du Darkwood durchgespielt? Also, es tut mir leid, dass ich das jetzt erst sehe. Nein, habe ich nicht. Wir sind gestorben. Ich wollte euch dieses Spiel gerne noch zeigen.
Ich glaube, Kai mag es nicht richtig. Ich glaube, für Kai wäre es ein richtig gutes Spiel. Ich glaube, Kai wird das richtig feiern, weil Kai mag eigentlich solche Spiele. Ich mag nicht so ganz gerne solche Spiele. Ich gehe jetzt mal runter. Ich finde es aber ziemlich cool gemacht, dass erst nach und nach alles sichtbar wird. Das gefällt. Oh nein. Bam! Chris ist am Start, Mann! Ah, guck mal, wie geil ist das denn? Ah, ihr habt schon wieder gezuckt, ihr dachtet, der Chris stirbt, aber keine Chance. Ja, wo ist denn das Schwein? Ist da noch ein Schwein? Was ist das? Vergammeltes oder was? Rotten, ja. Aber wir nehmen einfach alles mit. Kann ich dann auch hier so pennen oder so? Ich mag Shooter auch nicht so gerne, aber es fühlt sich nicht wie... Ey, der ist am Saufen, Mann. Jetzt kifft er auch noch. Ist aber nicht Pixel Perfect. Ey, der ist doch bestimmt betrunken, oder? Freue ich mich auch auf dich, Firefox. Ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag und noch vor allem gute Gesundheit wünsche ich dir. Ah! Was wollt ihr tun? Kann ich irgendwie looten? Geil, endlich! Geil, wir rauchen gleich erstmal ein. In dem Spiel rauche ich mit euch. Wo war der andere? Wow! Ich mach gleich Shortcut. Bitte komm! Kann ich mich irgendwie heilen oder so? Junge, wie lange verhält er sich denn? Die Lernkurve ist echt hart, Alter. Stell ich mich nur so an, oder? Wir brauchen einen Kill-Counter. Können wir einführen? Warte, mache ich hier. Wie viel haben wir denn schon? 5, ne? Bin jetzt gestorben. Ne, Versuch. Versuch 5. So. Ich wollte euch das Spiel ganz gerne noch zeigen, Artidolz. Das habe ich entdeckt. Das kam jetzt, ist gerade rausgekommen. Und das sieht eigentlich ziemlich cool aus, sah das Spiel aus. Ich mochte den Grafikstil sehr gerne. Und deswegen wollte ich das mit euch mal antesten, ob euch das vielleicht gefällt. Bis jetzt gefällt es mir so semi-mäßig. Papers. Marlboro. Ah, das ist ja interessant. Die gibt mir Durst, aber Radioaktivität kriege ich weg. Ist ja völlig realistisch. Okay, ich hau einfach ab. Ich glaube, einmal weg. Scheiß drauf, ich bin weg. Ich kann da einmal looten dann jetzt, ne? Warum lade ich immer nach, Mann? Das ist so eine Counter-Strike-Angewohnheit von mir. Sind alle tot? Hallo? Hier habe ich auf jeden Fall noch einen getötet. Da ist er. Nee, den hatte ich schon.
Da. Alter, ist die geil oder ist die nicht geil? Durability Damage 14, Damage 17, Treffsicherheit 40. Ah, ich behalte mal die Waffe. Ich glaube, damit bin ich bis jetzt super gut zurechtgekommen. Ich hatte nie Probleme mit dem Spiel. Mann am Boden, Mann am Boden. Hoher Frustfaktor, absolut. Aber eigentlich geht's ja noch. Ich komme jetzt gerade ganz gut zurecht. Ich ändere jetzt die Steuerung so ein bisschen. Ich habe eine bessere Waffe jetzt gefunden. Eigentlich läuft's echt gut. Und ich reloade andauernd immer. Ja, das wäre jetzt witzig, wenn der Zug jetzt gekommen wäre. Ja, Mann, das wäre... Oh, guck mal, schöne Grafikfehler. Das sind super Probleme, die wir auch hatten. Die gar nicht so einfach zu fixen. Eigentlich sind sie relativ einfach zu fixen. Ist ja interessant, dass sie das Spiel... Also ich finde es super spannend, dass sie das Spiel so releasen, weil mir wäre das super unangenehm. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich finde, das wirkt halt super unfertig dadurch. Jetzt kommen ja diese fucking Kais hier an. Ich habe halt auch nicht mehr so viel Muni, ne? Das sind Ghule, okay. Es gibt eine Regel, Leute. Wo ein Ghoul ist, sind immer mehrere Ghule. Okay. Den haben wir. Das sind auf jeden Fall mehr als einer. Ich habe ihn beim Saufen, Alter. Das stellt euch mal vor, ihr seid so am Trinken. Hey, ich habe Fitness Level 1! Ihr seht es nicht, ist unten rechts gerade angezeigt. Ich habe Fitness Level 1 bekommen. Ja, da verstecken sich doch welche. Kann ich mich irgendwie verstecken oder gibt's. Okay. Hey, ist bestimmt noch einer, oder? Verband, Schraubenzieher, verrottetes Brot, eine Uhr. Oh, Medipack, kippen und jetzt kommt die geile Waffe. Komm, oh, eine Pistole, Alter. Und das ist jetzt der andere. Was ist das hier denn? Chips? Alter, wie viel ist denn das Zeug hier? Ich bin ja gleich schon voll. Jetzt kommt die Waffe. Was hast du? Alter, geil, eine MKM. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber Damage 24, das gefällt mir. Da werde ich ziemlich geil. Die sieht einfach für mich eigentlich gerade geiler aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, aber ich bin völlig überladen. Was ist das hier eigentlich? Wozu brauche ich das hier? Ich kann das Item nicht scrappen. Ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Wer ist immer eine Chips, okay? Wer ist gerne Chips? So, was haben wir denn jetzt überhaupt hier? Wir sind nicht durstig, wir sind nicht... Jetzt sind wir durstig, okay, weil wir Chips gegessen haben. Wir haben aber super viel zu trinken, das heißt, das trinken wir. Wir sind aber komplett überladen, Freunde. Was ist denn das hier? Papers. Wozu brauche ich denn diese Scheiße? Wozu brauche ich denn hier einen Hammer? Das schlechte Essen kann ich wegschmeißen. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Input, weil das brauche ich bestimmt nicht. Aber es wiegt halt auch leider auch nichts. Was ist denn das hier überhaupt? Das sind doch Chips, ne? Genau, Chips. Wodka! Kaliber, Magazin. Guck mal, die werfe ich einfach jetzt mal weg. Weil die einfach, ja, dann passt es. Ich kann drei Waffen, hier oben ist erst nochmal Loot. Was sind das hier? Scrap-Medizin, nehmen wir mit. Brauchen wir, super dringend. Das, was ist das denn? Anti-Bleed-Gel, okay. Okay, nehmen wir erstmal das mit. Wir sind wieder überladen. Oh, okay, es fängt wieder an. Kann ich irgendwie das auch jetzt irgendwie verlassen? Also für die Leute, die es jetzt schon gespielt haben, kann ich jetzt irgendwie auch Wolfpelz? Nehmen wir das weg, so. So, jetzt haben wir unsere neue Waffe. Bin ich
mich überladen? Ich bin schon wieder überladen, Alter. Was ist das für ein überladener Simulator? Packen wir die weg. So, jetzt passt es. So, die Frage ist jetzt ja, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Habe ich eine Mission hier oder so? Fabsi, du hast das Spiel doch gespielt oder jemand hat von euch das schon mal gespielt. Was ist denn überhaupt meine Mission? Was ist das hier? 102. Okay, das ist meine Map. Habe ich hier eine Mission oder so? Wo du extrahieren musst. Grüne Kreise, wo ich Map Power war das genau. Ah, okay, ich muss dann hier oben hin. Add new marker. Dann gehen wir da jetzt. Alter, what the fuck, was ist denn jetzt schon wieder hier? Okay. Ah, ich kenne. Ach, Fabsi, du kanntest das bei Map Power. Stimmt, ich erinnere mich. Entschuldigung. Was ist das hier? Das sieht eigentlich ganz geil aus. Wir haben das gleich geschafft. Oh nein, Kaninchen. Weil Kaninchen sehen schon awkward aus. Ah! Blub, blub. Oh, ist das süß, ne? Haben sie schon süß animiert. Achso, ich muss das hier machen. Bleed 1, das muss ich tun. Okay, das haben wir weg. Okay, nice. Kriege ich irgendwie wieder Leben jetzt hoch? Oder regeneriere ich das irgendwie? Hungry. Ich gehe erstmal in die Hütte hier rein. Ey, da sind doch alles voll mit Gegnern. Ich sehe es doch, Alter. Warum lade ich nach? Und was hältst du von den Bäumen und der Erde im Spiel? Ich finde die Erde eigentlich, die gefällt mir nicht so gut, aber ich finde die Grastexturen mega cool gemacht. Alter, mit ein Leben! Drei Gegner, Mann! Legende! So, wir brauchen auf jeden Fall... Oh, was ist das denn? Damage 25, schon heavy, aber irgendwie... Ah! Oh, ich bin erschrocken. Wie kann ich mich denn heilen, Freunde? Mads Power, wie kann ich mich denn heilen? Wie heile ich mich? Das ist die Frage. Weil ich habe jetzt ja, Verband gibt verschiedene Arten von Bandagen. Die hast du aber alle. Okay, dann gucke ich gleich nochmal, wenn wir ankommen. Oder ich habe das Gefühl, es heilt aber auf Zeit. Ne? Kann ich auch irgendwie pennen? Muss ich über Nacht da bleiben? Oder ist es eigentlich so, hey, ich gehe rein, rush schnell durch? Oder ist es schon, dass ich, weil ich kann ja auch schlafen oder so, oder? Oder irre ich mich da gerade? Nee, kannst nicht schlafen. Ah, okay. Dann gucken wir das mal ganz kurz. Duration, ja, schade. Wunde 15. Ich glaube, das ist das hier. Mein HP sind meine Wunden, ne? Movement Speed ist halt wie Tarkov reingehen, looten und extrahieren. Ich habe Tarkov nie gespielt, deswegen kenne ich das nicht. Okay, wir wollen jetzt einmal das Ziel erreichen heute, Freunde. Da gehen wir jetzt hin. Ich habe Tarkov nie gespielt. Ich finde das halt schade, weil ich würde das Spiel mega geil finden. Ich dachte immer, das wäre ein Open-World-Spiel. Ich glaube, als Open... Na cool, fängt richtig geil an. Lord Refa, also du verpasst gerade nicht. Wir testen gerade das Spiel, was rauskommt. Versuch 7. Ich habe Tarkov, es ist so ähnlich wie Tarkov. Ich habe Tarkov halt nie gespielt. Ich dachte eigentlich, dass das ein Open World wäre. Wäre doch richtig geil, oder? Ich liebe Open World Sachen und ich glaube, es wäre richtig, richtig geil geworden, wenn das halt ein Open World Spiel wäre, Freunde. Das wäre richtig geil.
Ja, aber der Frustfaktor ist sehr hoch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es halt auch mein Fehler ist, den ich tue, ne? Also ich habe das Gefühl, ich laufe hier rein und ich habe ihn nicht gesehen und er schießt mich ja tot zuerst, so in der Richtung, ne? Tarkov macht paranoid. Habe ich nie gespielt. Ich habe sowas, die letzten Ego-Shooter, die ich gespielt habe, waren Counter-Strike, habe ich sehr viel gespielt. Counter-Strike habe ich sehr, sehr viel gespielt. Man sieht ja die Unlust an. Oh, was ist jetzt los? Hallo? Alter, was war das denn? Und dann gehen wir da mal hin. Dann sind wir schon fast da. Ah, nachladen. Ja, auf Wölfe habe ich nicht so Bock. Ey, ich sehe schon wieder, was hier für 50.000 Leute hocken. Nice, ich hab's geschafft. Aber bring mir nicht, ich habe ja gar nichts. Nein, brech ab. Bring mir gar nicht. Okay, ich hab's jetzt gecheckt, wie ich jetzt liefen kann. Okay, das waren ziemlich viele. Ich glaube, das Spiel ist nichts für mich, Freunde. Ich möchte ehrlich sein, ich glaube, ich bin einfach zu schlecht für diese Spiele. Oder denkt ihr, ich schlag mich gut? Und jeder Bekannte ist ein potenzieller Feind. Eve habe ich auch nie gespielt. Mann, ich kenne so viele Spiele nicht. Aber wie gefällt euch das Spiel? Also mögt ihr das Spiel? Bis jetzt habt ihr, glaube ich, nicht so viel von dem Spiel gesehen. Aber... Ich meine, zack. Ich habe leider noch nicht automatisiert hier irgendwas eingebaut, aber jetzt möchte ich ja euch live updaten. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht kein guter Spieler hier drin, aber ich finde, du bist zu hektisch. Hä? Ich bin zu hektisch? Ich bin noch voll viel geschlichen. Schaut interessant aus. Ja, ich glaube, Papsi, für dich war das was. Da hatte ich an dich gedacht. Okay, ich bin zu hektisch. Das heißt, ich spiele langsam. Ich lade nach. Ich verstecke mich hier in dem Wald. Karte öffnen, Missionsziel scannen, hingehen. Nicht da lang gehen, offenes Feld. Wir gehen geschütztes Feld. Wir gehen kurz drüber. Sind am Baum. Wir schleichen weiter. Mit Sounds Gegner morden, ja. Da ist ein Haus. Nice, wir haben Loot, Freunde. Cool. Also das Spiel... Aber wir haben schon mal eine Mission fertig. Okay, das ist schon mal gut. Wir haben eine Mission abgeschlossen. Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen, haben wir Progress gemacht. Nice. Geil, Leute. Unsere erste Mission. Das war richtig gut, oder? Yeah, Mann. I can take your pass. Bin ich zu doof? Er sagt, bring mir diese Items and repair the section. Was soll ich denn ihm bringen? In der Apokalypse kannst du für Schokolade alles bekommen, ne? Okay, ich habe schon... Achso, ich habe die andere Quest gemacht. Ach ja, stimmt, die habe ich hier gemacht. Bam, 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 bam. No way. Alle jubeln mich an, alle kennen mich hier schon als Held. So, Task, First Step Complete. So, was nehmen wir denn jetzt mal? Gunsmith, Cooking oder Medizin? Ja, wir nehmen natürlich Gunsmith. So, Task, First Step 2. Are you still alive? Du bist immer noch am Leben. Super. Looks like you have... Du hast Potenzial. Es ist aber noch ehrlich zu früh zu sagen. Lass sehen, wie du im Kampf bist. Wenn du survivest, the Green Army said the new hunters that arrived, you make sure you can get into... Okay. Keine Ahnung. Ich nehme sie einfach an. If you survive, I alert the Green Army that a new hunter has to arrive. Also wenn ich überlebe,
wird der grünen Armee gesagt, dass ich angekommen bin, ein neuer Hunter sozusagen. I make sure you can get into the Bunker Area. Also wenn ich das schaffe, kann ich irgendwie in eine Bunker Area gehen. Aber ich weiß nicht, was ich tun muss. Ach so, ah! Da muss man mal drauf kommen. Okay, wir müssen 5 Banditen und 5 Wölfe töten. Ja, das kriegen wir easy hin. Easy. Koop und Multiplayer wäre auf jeden Fall richtig, richtig geil. Da gebe ich dir recht. I speak English very well. Besser schlecht und gar nicht schnell. Englisch ist auch keine schöne Sprache, Leute. Ich sag's immer wieder. Aber ich bin schon wieder raus, muss um 4 raus. Oh, Antares, ich wünsche dir, wie geht's dir denn überhaupt? Bei dir noch, kannst du mal kurz schreiben oder droppen, ob bei dir alles gut ist, wie es läuft, weil wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wir sind morgen auch wieder live, Kai und ich, und spielen wieder auf TikTok, wenn du da Bock hast. Wir spielen auch wieder Zelda. Ich bin zu hektisch, aber gerade war ich doch super entspannt, wo ich die Mission geschafft habe. Okay, ich nehme eure Kritik aber an. So, nachladen. Ah, ich habe nachgeladen. Ah. So. Okay, wir müssen gucken. Wir gehen jetzt ein bisschen strategisch vor. Hier sind die Exit Points. Ich würde sagen, wir nehmen uns den Exit Point. Wir müssen 5 Wölfe töten und 5 Banditen. Boah, ey, man sieht ja gar nichts. Hier ist eine Anhöhe. Okay, hier gehen wir lang. Was ist das hier? Eine Falle? Was ist das? Das ist Ketchup? Scrap Armor? Milch! Munition und Metal Pipe. Und das nehmen wir auch mal mit. So. Alle Objekte sind verstrahlt. Okay, da oben ist eine Verstrahlung. Okay, hier ist super viel Verstrahlung anscheinend. Ich bin voll konzentriert gerade, Freunde. Okay, wir sind am Exit Point. Das ist safe. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach Norden und. Okay, da probieren wir uns jetzt reinzuschleichen. Der Hase. Ach, scheiße, ich dachte, der Hase leuchtet rein. Looten gehen. Loot lohnt sich immer auf den grauen Bereichen in der Map. Frauen, das sind die hier, ne? Die hier meinst du. Okay, alles klar. Ich würde erstmal jetzt gerne hier rein. Ey, ich sehe gar nichts, Mann. Das ist ja richtig nervig. Aber es heißt, die sehen mich halt auch nicht, ne? Okay, ich sehe einfach rein gar nichts. Okay. Sind die schon tot? Rubles, das ist natürlich nice. Das nehmen wir. Oh, was ist das denn? Die nehmen wir mit. Eine Powerbank, die brauchen wir nicht. Und die brauchen wir auch nicht. Fruit Juice, den konsumieren wir einfach. Oh, ist das süß! Guck mal, wie er trinkt! Look, look, look! Okay. Und eine Pistole brauchen wir auch nicht, aber Munition nehmen wir mit. So, Freunde, ich gehe langsamer vor, wie ihr wolltet. Und es ist stockfinster. Kann ich mir irgendwie eine Fackel machen oder so eine Scheiße? Also ich kann jetzt gar nichts erkennen, by the way, ne? Hey you! What are you doing here? Was machst du hier?
So, mal gucken, was der hat. Muni hat der. Ah, cool. Ey, ich habe ein Style-Level bekommen. Guck mal. Ach, Leute, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. War schön, dich natürlich hier wieder zu sehen. Schlaf schön und wir sehen uns morgen. Vielleicht, wenn du da bist. Würde mich sehr freuen. Das nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, was genau das ist. Ah, guck mal, hier kann ich etwas jetzt scopen. Ist ja interessant. Zack, das nehmen wir einfach mal mit. Das kann, ah. Okay. Bin ich wieder zu doof wahrscheinlich. Wie geht das jetzt? Ah, ist kompatibel. Wo ist Notziehen markant? Die habe ich, glaube ich. Doch, Notziehen markant ist doch da, hä? Muss ich die abrüsten? Na gut, ich nehme erstmal deine Wodka. Ah, ich kann Waffen nur in der... Ah, okay, okay, okay. Das ist natürlich super verwirrend. Okay, ich bin wieder überladen. Was ist denn das hier überhaupt? Notin Modern Stock Recall. Die beiden rüsten die wahrscheinlich auf. Das habe ich einfach mal gelesen. Okay, ich glaube, wir können einfach mal so ein bisschen was suppeln. Oh, wie süß! Richtig cool, wie die trinken. Ja, so eine Scheiße hier brauche ich nicht. Schokolade, laut Papsi, das Wichtigste. So, es läuft einigermaßen ganz gut. Ich bin gerade stolz auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Geld habe ich bekommen. Ich überlege halt einfach, ob ich jetzt rausgehe, aber es ist einfach so dunkel. Wird es auch wieder hell? Weil es ist so extrem dunkel, ich sehe gar nichts, ne? Ja, das würde ich auch machen. Ich sehe halt, ich bin den Weg am besten. Ich glaube, ich gehe lieber nach da unten. Da fühle ich mich gerade ein bisschen sicherer, weil hier war ich ja schon. Der kommt jetzt gleich nochmal so ein Gegner, der mich tötet. Aber ich erkenne halt gar nichts. Auch wenn ich langsam gehe, es würde halt nichts bringen, weil ich halt... Okay. Nice! Freunde! Es läuft! Survived! Richtig nice. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Base rein, weil jetzt kann ich hier in der Base was machen. So, jetzt gucken wir uns das doch mal an. So, das kann ich bestimmt hier machen. Craft. Okay. Ammo. Okay. Food. Alles klar. Repair Kit. Repair Mod Weapon. Okay. Ich bin komplett überfordert, aber ja. Building Kit. Bedroom. Okay, hier kann ich halt die Sachen... Okay, ich verstehe. So, die wollten wir... Stock haben wir. Genau. Achso, Stock. Ja, die ist besser. Zack. Hä, die ist ja schlechter, wenn ich das so mache, oder? Okay, nehmen wir das hier. Muzzle. Remove. 48 Damage und macht jetzt 8. Ach, das ist ein Schalldämpfer, ne? Okay, Scope. Das nehmen wir rein. Geiles Ding. Ist cool. Also ist ganz spannend gemacht. So, das haben wir jetzt. Dann gehen wir hier raus. Hier kann ich mir jetzt Food herstellen. Das kostet... Bottle of Rotten... Ah, auf Rotten Wasser kann ich mir das hermachen. Okay, ich verstehe. Okay, Muni, Medikin. Ich habe ja eigentlich alles noch. So, ich glaube, das reicht erstmal. Oh, kann ich das irgendwie hier reintun? Ja, nice. Das kann auch da rein. Und die Munition... So, ich hätte ganz gerne eigentlich noch Ammo, die ich mir machen könnte, denn ich habe gar nicht mehr so viele. Ich glaube, da kann ich mir nichts herstellen. Ah, okay, dazu brauche ich Scrap Ammo und Scrap Material. Okay, ich verstehe.
Habe ich denn überhaupt Munition für meine Waffe? Und ich habe nur 9 Schuss dafür. Kann ich die jetzt irgendwo kaufen hier beim Barkeeper? Trade. Okay, ein bisschen unlogisch. Wahrscheinlich bei dem Typen da unten, oder? Okay, auch nicht. Gibt es irgendwie so einen Waffenschmied oder sowas? Ich kann schlafen. Ah, ich verstehe. Time. Da. Das ist ja cool gemacht, so mit der Base. Und jetzt bin ich wohl, jetzt bin ich gut geschlafen. Ich habe, ja, der Rest geht so semi-mäßig. Die Frage ist jetzt nur, wo kann ich jetzt hier irgendwie, ja. Ich kann ja, ja. Ich habe halt echt nicht viel Muni, ne? Aber wir ballern einfach mal. Gehen wir noch eine Runde, Freunde. I want to leave. Ich kann da auch mal so ein anderes Gebiet gehen, aber nee, erstmal Forest. Wir müssen Wölfe 5 töten und 5 von den Soldaten da töten. Das kriegen wir hin. Das bekommen wir hin. 5 von denen töten. Wölfe und dann 5 von den anderen. Und wir haben jetzt so ein Schallding drauf, nicht ein Schalldämpfer haben wir drauf und wir haben ein Zoom-Ding da ein, dass wir ranzoomen können. Ich weiß gar nicht, welche Stufe, es gibt ja eigentlich immer verschiedene Stufen, wie nah man ranzoomen kann oder so in Richtung. Bin ich mal gespannt. Ein sehr interessantes Spielkonzept auf jeden Fall. Ich kannte ja Tarkov und so weiter gar nicht, deswegen ist das völlig neu für mich. Finde ich eigentlich ziemlich, Zielfernrohr, genau, das war der Begriff. Finde ich eigentlich sehr spannend gemacht. Alter, ich muss heute noch nach Hause fahren und es ist arschkalt draußen und es regnet. Ich habe null Bock. So, es ist schon wieder scheißend dunkel. So, ändern wir die Waffe und eine neue. Alter, guck dir das mal an! Alter, wie cool. Ein bisschen übertrieben, oder? So, Karte. Oh, was ist das jetzt? Orange. Was ist orange? Da gehen wir hin. Orange ist geil. Ah, ich dachte, er ist tot. Was ist das hier eigentlich? Ghoul-Tentakeln. Fitness Level 2 steht da unten. Ja, Ghule muss ich aber nicht töten. Das ist gerade Munitionverschwendung. Wir müssen ein bisschen strategischer vorgehen. Charcoal, das nehmen wir nicht mit. Alkohol, das nehmen wir mit. Munition, was ist das? Scrapboot nehmen wir mal mit. Und Geld, das ist natürlich geil. Und die Kippen. Stelle ich mir richtig, richtig geil vor, Alter, Mann. Auf 34 Zoll Monitor. Das ist ja schon pervers. Oh fuck, nein, nein, nein. Alter, hat gerotzt. Okay, ich blute. Verbandstufe 2. Da muss ich 2 nutzen. Fuck, das wird wieder eng. So, jetzt teste ich mal aus mit der Heilung. Ihr sagt ja, das heilt mich. Movement Wound 15. So. Hat er mir das geklaut? Alter, hat der Vogel mir gerade was geklaut? Ah, der war beim Ghoul, ne? Okay. Ich werde von allen hier getrollt, Mann. Wenn ich zu nah an diesen Objekten gehe, Alter, ich habe so wenig Leben, Mann, es heilt doch gar nichts da oben.
Wie kann ich mich denn jetzt heilen? Das heilt doch überhaupt nichts. Okay, das heißt, ich habe jetzt was gegessen, ich habe mich jetzt geheilt. Okay, ich weiß nicht, wie ich Leben bekomme. Das ist gerade mein einziges Problem. Ich nehme nochmal so ein Pack. Ah, jetzt heilt es mich. Ah, das heilt mich. Okay. Ah, okay, alles klar. Das löst jetzt alle meine Probleme. Ich spiele auch gerade auf ein... Also 22 Zoll ist natürlich auch schon extrem klein, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich spiele aktuell auf ein 27, glaube ich, oder 26 Zoll. Da sind die Wölfe, wir brauchen die Wölfe, Freunde. Cool, ein Reifen. Das ganze Zeug müssen wir jetzt doch... Oh, geil, Medipack und Geld, geil. Bam, der Scharfschütze ist da! Geil! Läuft! Freunde! Das ist ja richtig cool gemacht. Ich habe keine Ammo mehr. Ich habe noch 3 Schuss. Bist du tot? Ich heb mir nochmal die Schuss lieber auf. Nice! Freunde, haben wir richtig geil gemacht. Jetzt bin ich stolz auf mich und auf euch. Ihr habt mich natürlich super krass supportet. So, wir können jetzt das ganze Zeug hier mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob wir es brauchen, aber es nimmt im Endeffekt nicht so viel Gewicht. Obwohl, es nimmt super viel Gewicht. Aber das können wir in den Kisten tun. Das brauchen wir bestimmt irgendeine Quest wieder. Ich hab's doch. Was ist denn Bugspray? Okay. Aber ich brauch keine Wölfe mehr. Nee, Mann, nee, 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 Chris, komm, werd nicht greedy. Du brauchst keine Wölfe mehr. Du hast dein Zeug. Da ist der gelbe Spot da oben. Was ist der gelbe Spot? Ja, okay, Mann. Da ist heißer Loot drin, Freunde. TJ Evil, willkommen, Freunde! Zweihänder Chris geworden, der Zweihänder Chris. Wir wollen jetzt rein, Freunde. Ich reloade. Ich bin voller Adrenalin, ohne Scherz, das Spiel macht mich fertig. So. Ich glaube, da ist keiner. Steckst du dich da rechts? Okay, safe. Ah, das ist der Typ, den ich getötet habe, den Igor. Alles klar, okay, okay. Da ist es deswegen markiert? Okay, sieht eigentlich ganz safe aus. Das bedeutet, wir müssen halt 5 Männekicken noch töten. Ich hatte auch 5 von 5, okay. 5 Banditen, das kriegen wir doch hin, oder? Fünf Banditen, Freunde. Ich spiele jetzt vorsichtiger, wurde mir berichtet. So, hier sind die Banditen. Wie soll ich die denn... Ich muss die irgendwie rausködern oder irgendwie sowas. Jetzt kriegen wir hin, Freunde. Wir gehen jetzt von hinten ran.
Ich sehe halt nichts, ne? Ist da keiner? Da ist doch bestimmt einer, oder? Da ist hundertprozentig einer, Mann. Da verwette ich Kais rechtes Ei drauf, ohne Scherz, das sage ich euch. Wie komme ich da jetzt... Der Hase ist reingelaufen. Ah! Warum lade ich nach? Kommen die? Headshot! Ich glaube, das war mein letzter Schuss. Nee, einen Schuss habe ich noch, Freunde. Der war dran. Geil, Mann! Habt ihr das gesehen? Ein bisschen Lob auch mal aussprechen. Ich habe das gerade richtig geil gemacht in meinen Augen. Also bitte. Oh, ich dachte, da wäre noch ein Gegner. Was sind das hier für Kanister? Multiplug, Virus, Harddisk, Batterie. Ich nehme mal Batterie mit und Glühbirne. Sieht geil aus. Engine Öl. Ein Seil ist immer zu gebrauchen. Das haben wir geil gemacht, Mann. Das war richtig geil, Freunde. So, jetzt gucken wir mal, was unsere Belohnung ist. Eine vergammelte Wurst, Streichhölzer und Munition. Ich nehme mal alles Munition mit, weil irgendwie Munition sieht immer so wertvoll aus. Nee, jetzt brauchen wir halt alles nicht, die Waffen. Schulterklopfen, verneigen. Ja, Mann. Kai, der Sniper. Warum Kai? Ich bin Chris. Papsi, du weißt noch nicht mal, wie ich heiße. Erstmal die Animation mitnehmen. Ja, genau. Okay, was ist das hier? Power Outlet. Nehmen wir auch mal mit. Ich würde sagen, das sieht richtig gut aus. Okay, was sagt unsere Quest? 4 von 5. Scheiße, Mann. Es fehlt noch einer. Es fehlt noch einer, Mann. Ich darf es halt jetzt nicht verkacken, ne? Weil wenn ich jetzt sterbe, ist, glaube ich, alles weg. Aber wenn ich jetzt sterbe, ist alles weg. Oh, fuck. Die Wölfe brauchen wir nicht. Okay, ich muss erstmal Pause, Alter. Ich gehe da jetzt rein. Und dann generiere ich erstmal. Ich habe super viel. So, weil können wir erstmal. Ist ja auch doof gemacht, dass man das jetzt nicht sieht. Raw Meat. Haben wir denn noch irgendwie hier? Das ist doch Bread. Das nehmen wir. Okay, nice. Und dann können wir jetzt eine Wasserpulle suppeln. Was haltest du von Airplays? Was ist denn Airplays? Das sagt mir gar nichts. Es tut mir immer super leid, wenn ich immer so eine Frage bekomme. Ich habe das Gefühl, ich bin dumm. Was ist denn Airplays? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier Richtung Ausgang und gucken, dass wir da erstmal durchkommen.
Vollgepackt mit neuen Sachen, die die Seele glücklich macht. Herein ins Happy Feeling. Hier war ich schon drin, oder? Ne, da war ich noch nicht drin. Das ist eine Kiste. Was ist hier? Red Wine nehmen wir mit. Nails nehmen wir auch mit. Die brauchten wir. Bottom of Rotten Waters brauchen wir. Daraus können wir Wasser machen. Und das nehmen wir mit. Zerakles macht Facepalm. Warum? Weil ich so lieb bin, ne? Dachte immer, du wärst immer Kai. Ach, Papsi, das glaube ich dir nicht. So oft, wie ich schon gesagt habe. Hallo, mein Name ist Chris, ich bin Spielentwickler. Willkommen hier bei Just2D. Ich entwickle das Computerspiel Drova. Glaube ich nicht, dass du gedacht hast, dass ich Kai bin. Alter, what the fuck. Ich finde es aber cool mit diesen Räumen, die man betreten kann. Ah, hier waren die. Alter, ich war ja ewig hier drin schon, Mann. Alter, ich habe eine ganze Geschichte hier drin ja geschrieben. Wisst ihr noch, wo wir ankamen? Unser erster Versuch hier. Ich müsste ein Bandit noch... Alter, dieser Grafikfehler regt mich voll auf. Ich will ein Bandit noch haben, weil ich habe keinen Bock. Airplace war ein soziales Experiment im Internet, auf dem Leute jede paar Minuten ein Pixel auf einer Leinwand platzieren konnten. Okay, und wie sah das aus? Also jetzt haben die jede Minute... Okay. Wie bin ich hierher gekommen? Sagt mir gerade, also das habe ich noch nie von gehört. Absi, danke schön. Du hast ein Abo verschenkt an Diana. Hallo Diana, das Faultier ist da. super lieb von dir, danke Papsi. Und übrigens, by the way, die Startuhr ist immer noch in Bestellung. Das haben wir immer noch nicht vergessen. Habe ich dir ja geschrieben, ne? Dass es übelst kompliziert ist, so ein Ding da zu bestellen. What the fuck, Alter? Hätte ich das damals gewusst, aber es wird noch gemacht. Pixelflut, das sagt mir gar nichts. Also, wie genau läuft das ab? Das heißt jetzt, wo Leute jede paar Minuten ein Pixel auf einer Leinwand beziehen. Kannst du es noch ein bisschen mehr erklären? Weil gerade verstehe ich den Kontext dahinter noch nicht ganz so. Also ich will auf jeden Fall überleben hier. Fuck, habt ihr es gesehen? Ja, okay, Mann. Aha, okay, ist ja interessant. Ich habe noch nie von gehört. Ja, scheiß die Henne, Alter. Jetzt echt? Hier ist noch so eine Base. Oh, fuck. Nein! Ich bin weg. Alter, die Wichser da. Alter, da sind doch Wölfe, Mann. Dann gehe ich halt auf die andere Seite. Ist mir zu dumm. Ich bleibe jetzt die Mission fertig. Ich darf jetzt nicht sterben. Ich glaube, wenn ich jetzt sterbe, habe ich alles verkackt. Also ich glaube, dann ist die Mission resettet, oder? Deswegen ist jetzt, glaube ich, einfach drüber. Fuck, Mann, Alter. Ich will jetzt nicht sterben. Ey, Mann. Was sind das für Peniskristalle? Oh. Ja, ich finde die auch ein bisschen komisch. Gebe ich dir hundertprozentig recht. MRE, was ist denn MRE? Hey, cool. Anti-Rut, das ist ja auch cool. Fuck, Mann, jetzt haben wir viel zu viel. Was ist denn hier so schwer? Können wir essen? Hey, gebe ich dir recht, finde ich auch sehr, sehr komisch, Herakles. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das habe ich auch gerade schon gedacht.
Das hat ja 1 Kilo gewogen. Was war das gerade für Ding, was ich gefuttert habe? Auch das hier finde ich super komisch, ob man da noch irgendwie hingehen kann. Was ist denn das hier? Cool. Ey, Mann, ich will nur noch raus, Alter. Ich bin vollgepackt mit Loot. Ich habe meine Quest fertig. Ich will nach Hause. Nice! Alter, 7 Versuche und ich habe das Spiel gemastert. Vollgepackt mit wollen. Guck mal, Alter, ich habe fast ein Level up, Mann. Ja, komm. Jubelt mir zu, Alter. Alle so, wow! Da ist Chris, die lebende Legende. Hier, Task. Complete. Aber ich brauche doch nicht die Waffen. Ich habe doch alle Waffen schon, Mann. Ja, ja, gib mir das hier oder so. Keine Ahnung. Task. Okay, geil. Okay. Very good. The Green Army gibt mir Eingang zu ihrem Bunker-Area. You should go. Du sollst zu denen gehen und mit dem reden and can... Ich kann neues Equipment kaufen und die können mir ein bisschen Arbeit geben. Okay, zurück zu uns. So, wenn die Banditen über den Village in the Forest and the Old Mine of the Friend left behind an item such as constant and very valuable to stay, this item should be inside. Ich soll in eine Mine gehen und soll dort irgendwas holen. Was soll ich holen? Retrieve ein Item. Alles klar, nehmen wir an. Machen wir. Accept. Nice! Mädels, es läuft! Okay, können wir. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser, müssen wir uns herstellen. Craft. You don't? Okay, cool. Kann ich nicht. Cool. Kann ich auch nicht. Läuft doch nicht so gut, wie ich dachte. Repair Kits. Okay. Ach, meine Waffen können auch kaputt gehen. Jetzt habe ich 2-mal die gleiche bestimmt, ne? Oh, die ist ja besser. Die Ezim. Ah, okay. Hallo Los Sandos. Hallo Unge. Soft Uni oder eher sowas, ne? Fast versungen hier. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. So richtig. Ich habe allein einen Ohrwurm. Ich habe allen einen Ohrwurm gegeben. Ja, Mann, das hast du. Airplays ist ein Subreddit, in dem registrierte Nutzer ein einzelnes farbiges Pix auf einen leeren Leinwand 1 Million platzieren und dann nach Ablauf einer bestimmten Wartezeit immer wieder ein... Ah, und so kommt am Ende ein Bild raus, das mit der Million hat gefehlt. Und so kommt nach und nach dann ein Bild raus. Das finde ich ja super, super cool gemacht. Ja, ich packe alles hier rein, ne? Ich habe jetzt so viel Zeug und ich kann damit nichts anfangen. Das ist doch... Ich kann auch Food oder irgendwas machen. Ich habe so viel Fleisch. Okay, es gibt ein bisschen zu viel Items, habe ich das Gefühl. Ich habe doch super viel Fleisch. Ich habe keinen Charcoal, oder? Ah, okay. Cool. Hm. Das finde ich ja ziemlich... Was ist das denn für ein Fehler hier? Oh Gott, das ist hier noch super viele. Krass, wie viel... Ja, cool. Dann packe ich halt alles hier rein. Fragezeichen. War irgendwas falsch? Cool. Es gibt ein bisschen viel zu viel Items, habe ich das Gefühl. Manchmal ist zu viel auch nicht gut, Freunde. So, jetzt kann ich erstmal zu den Reihen gehen. Wo sind die denn überhaupt? Ich finde die World-Dialoge aber sehr schön gemacht hier. Ich glaube, hier ist es. Bei denen hier. Ja, hier ist es. Hallo! Ich darf jetzt bei euch reinmachen. Trade. Join in Development. Okay, das ist noch nicht drin. Traden ist auch noch nicht drin. Task ist aber drin. Was soll ich tun? Ich soll ein Dokument bekommen. Ich soll irgendwo raiden und ein Dokument bekommen. Okay, accept. Jo. Ah, hier vorne kann ich bestimmt traden. Ah, guckt euch das an. Das verkaufe ich jetzt mal hier. Zack. Ja. Wie kann ich denn die jetzt eingehen? Accept. Ah, Deal. Blub, blum. Ja, cool. Mit Sahingengeschmack. Glaube, ein Pudding-Wettbewerb oder so. Oh, ich habe jetzt mega Hunger, Mann. Ich werde gleich noch zum Späti fahren und mir was Geiles holen, Freunde. All das mache ich jetzt. Ich fahre jetzt gleich zum Späti. Kennt ihr einen Späti? Gibt es das bei euch auch? Habt ihr schon mal vom Späti gehört?
Nee, nicht Spezi, sondern Späti. Hier heißt das Kiosk. Genau, da kommt jemand aus dem Westen. Lord Fogg kommt aus dem Westen. Im Osten heißt es Späti. Kennst du nur von euch. Also im Osten heißt es Späti. Ja, die haben auch bis 1 Uhr nachts offen. Da kannst du alles kaufen. Da kannst du dir eine Pizza kaufen, eine Tiefkühlpizza, Ofenfrische, Schokolade, Getränke, alles kannst du dir kaufen. Das ist halt quasi nicht nur so ein Kiosk, wo es alles gibt. Da gibt es zum Beispiel auch, was gibt es da noch? Tüten, da gibt es da noch Nudeln zu kaufen und so weiter und so fort. Das ist so ein kleiner Kiosk ähnlich. So, let's go up to the mall. Okay, geht nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Nice, das geht, Freunde. Gecko, ihr merkt man alle, die aus dem Westen kommen. Ihr habt sowas nicht. So Späti kennt ihr nicht. Es ist nur im Osten. So, Freunde. Eine Mission. Ich habe keine Munition, fällt mir gerade ein, für mein Scharfschützengewehr. Das ist natürlich nicht so cool. Zitiga, moin, moin. Wie geht's dir? In erster Linie komme ich aus dem Süden. Ja. Schade, Gecko, dass du nicht in Deutschland lebst. Okay, neue Map, neue Karte. Achso, hier ist, guck mal, hier ist gleich der Ausgang. Ist ja witzig. Ja, schon mal ganz geil. Der ewige Kampf mit Bayern. Okay, was ist unsere Mission? Ein Dokument holen? Alter. Oh. Okay. Alles klar. Ah, den Müll runterbringen. Oh, sowas habe ich immer gehasst. Also ich hasse es immer noch. Ja, GG. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Alter, what the fuck? Das ist ja mega viel. Ich habe keine Munition mehr, das ist gerade das Problem. Deswegen müssen wir wieder zurück. Nicht gut vorbereitet, Freunde. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir sind für heute durch, denn ich merke halt, ihr wisst ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Deswegen würde ich für heute jetzt beenden. Ich hätte aber ehrlich gesagt, also ein bisschen Real Talk mal, ich hätte ehrlich gesagt wirklich Bock auf Minecraft. Also das würde ich echt mit euch gerne mal spielen, weil ich glaube, das wäre auch schön, mit euch zusammen mal was zu spielen. Weil aktuell ist es ja immer gerade so, dass ich alleine mit euch hier was spiele und ihr eigentlich gar nichts tut. Und ich finde die Idee eigentlich echt schön, dass wir mal so ein bisschen was zusammenspielen. Also was haltet ihr von der Idee? Habt ihr darauf Bock? Oder ein paar Leute darauf Bock, dass wir uns ein bisschen zusammentrommeln? Vielleicht kann ich den Kai ja auch sogar vielleicht begeistern, dass er auch darauf Lust hat. Dann könnten wir das mal zusammenspielen. Ja, wäre schon cool. Es gibt ja im Endeffekt super viele Spiele, die man so ein bisschen zusammenspielen kann. Es ist ja nicht nur ein Spiel. Man kann ja auch andere Spiele zusammenspielen, die es bei Steam gibt. Ich guck mal ganz kurz. Was haben wir denn? Zomboid haben wir überlegt. Wir haben ja mal überlegt, zusammen zu spielen. Hier, wie hieß es nochmal? Seven Days to Die hatte ich auch mal überlegt. Es gibt ja super viele Spiele, die man im Endeffekt zusammenspielen kann. Vanilla Minecraft oder Mods? Ich weiß es, ich bin halt nicht so tief drin. Das ist doch blöd. Was ist denn blöd? Das Ding ist halt, ich weiß gerade nicht, welche Mods es gibt und so weiter. Achso, du hast gerade mit einem neuen Minecraft-Server angefangen, ne? Gary's Mod wäre auch lustig, das kenne ich gar nicht. Solange du das streamst, kein Problem. Ja, würde ich streamen natürlich, ja. Ich denke, Vanilla würde mehr Sinn machen. Ich denke halt auch, weil ich glaube, der Johannes würde auch auf jeden Fall mitmachen. Ich weiß aber, dass der Johannes mega Bock auf so eine Tech-Mod hatte. Aber ich glaube, ich würde Vanilla auch erstmal spielen, weil ich glaube, Vanilla hat sich sehr getan. Ich habe Vanilla wirklich zuletzt gespielt, 2018 ungefähr. Also es ist schon ein bisschen her und ich denke, da hat sich sehr viel getan. Und ich denke, da könnten wir uns das mal zusammen anschauen. Wir müssen es ja auch nicht nächste Woche machen. Aber ich könnte das ja mal mit Keimer besprechen, dass er darauf Bock hätte. Wir machen unser eigenes Craft Attack. Das wäre auch geil, ne? Tech Mod, aber nur mit wenigen Spielen. Ah, ihr seid halt viel krasser drin als ich, Mann. Ich habe damals immer nur alleine so gespielt. Ich kenne das Spiel aus der Beta. Krass, also ich habe es damals über, wie soll es auch anders sein, ich habe es über Gronkh kennengelernt, als Gronkh das damals gespielt hatte. Und ich bin da über auf Gronkh auch erst gekommen und ich glaube, das war auch so der Erfolg von Gronkh. Und
da dachte ich mir so, what the fuck, das ist das Spiel, das beste Spiel, es ist mein Traumspiel, wisst ihr, was ich meine? Ich habe das Spiel gesehen und dachte so, es erfüllt alle meine Träume, die ich hatte von einem Spiel. Und ich habe es so viel gesuchtet und es hat so viel Spaß gemacht und ich habe so viele Stunden dahin gesetzt und habe einfach nur irgendwelche Sachen abgebaut. Absolut geiles Spiel, hätte ich, wie gesagt, echt mal wieder Bock drauf, es zu spielen. Ja. Normaler Minecraft-Server nur mit Voice-Chat. Ach, das gibt's auch. Krass. Ist so krass, was es alles gibt. Ich schaue mir das einfach selber mal so in Ruhe an. Und wir können das ja einfach mal so ein bisschen auf dem Discord besprechen, wenn ihr auf dem Discord bei uns seid. Und dann können wir darüber mal reden, was wir genau machen wollen und so weiter und so fort. Hätte ich persönlich wirklich Bock drauf. Weil Minecraft, hatte ich ja damals schon gesagt, als Antares seinen Server aufgesetzt hat, dass ich das sehr gerne spielen würde. Ich hätte da echt Bock drauf wieder, ne? Ich habe Minecraft nie gespielt, aber nicht schlimm. Aber dann siehst du es ja, WoW. Du guckst ja gerne zu. Und ich glaube, dann siehst du ja so ein bisschen, wie Minecraft ist. Und ist, ob du jetzt das zuguckst oder ein anderes Spiel. Deine Tipps sind immer gefragt. Du weißt ja Bescheid. Und ich denke, dann kriegen wir das hin. Ist ja auch nur eine Möglichkeit. Weiß ja nicht, ob wir das spielen wollen. So. So. Minecraft in der Alpha oder Java war schon cool. Minecraft damals, das ist echt krass. Es ist auch krass, wie viele Leute im Endeffekt die ganze Zeit jetzt Minecraft schon nachprogrammieren können. Denn Minecraft ist ja damals auch nicht, als es damals wirklich rauskam, so das erste, das unmöglichste Spiel gewesen zu programmieren. Das war ja eigentlich auch in Anführungszeichen einfach. Ist natürlich immer noch hochkomplex auf irgendeine Art, aber für einen Mann war es absolut krass, aber für eine Firma, für einen Publisher ist es eigentlich ein sehr realistisches Spiel gewesen. Ich hätte irgendwie echt ziemlich Bock drauf. Wie gesagt, ich kenne mich damit aber nicht so gut aus mit Minecraft, aber einfach ein bisschen kennenlernen. Ja, Freunde. Ich würde sagen, lass uns das im Discord ein bisschen besprechen. Ich bereite den Raid vor. Wir raiden heute meinen Publisher und zwar DK. Das heißt, wenn ihr, der hat auch gerade ein Spiel veröffentlicht und ich würde einfach mal sagen, da hoppeln wir ganz kurz mal rein. DK kennt vielleicht ein paar Leute von euch. Das ist ein ziemlich cooler Typ, der Spielentwicklung auch macht und der auch mein Publisher, by the way, ist. Das ist Deck 13, der arbeitet bei Deck 13. Ein ziemlich cooler Typ, könnt ihr mal reinschauen. Der macht, hat gerade ein Spiel released, das ähnlich von Sony ist, so ein bisschen hier von dem Fuchs, der so rumläuft auf den allen Vieren und nicht allen Vieren, allen Zweien. Und Sony, wisst ihr, wen ich meine? Sony, ne? Alles klar. Sonic, nicht Sony, Sonic heißt der, habe ich gerade gelesen. Dann würde ich da einfach mal, dass wir da mal reinrudern. Sonic. Ja, es tut mir leid. Maximal 6 Minuten. Unterschätzt den Chris nicht. Unterschätzt ihn nicht. Sonic ist ein Igel. Oh Gott, ich hab's voll verkackt, ne? Gucken wir da mal rein. Freund. Ah nee, das ist, glaube ich, gerade Englisch. Warte, ich ruder zurück. Ich raide jemand anderes und das ist, ich raide den Programmier-Tim. Der war gerade drin. Der hat ja gerade hier mit uns geschrieben. Den raiden wir jetzt einfach mal. Es tut mir leid. Ein Umraid. Ich Crash Bandicoot. Nee, ich meine schon Sonic. Aber könnt ihr trotzdem bei ihm mal reinschauen. Aber wir raiden heute Programmiertim, weil der war gerade drin. Das ist eine sehr treue Seele. Und wir gucken mal, was er Schönes macht. Dann schaue ich auch noch mal ein bisschen zu. Keine Erfahrung mit den legendären Spielen. Das legendärste Spiel ist WoW. Kommt bald das neue Addon raus, Freunde. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt. Aber wir raiden den Programmiertim. Wir sagen Hallo zu ihm, Freunde. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich komme langsam wieder und ich freue mich vor allem auf nächste Woche. Ich verabschiede mich, Freunde. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Wir sind morgen ja live und auf TikTok. Ich weiß nicht, ob ich denn dabei bin. Kann sein, dass Kai allein ist, aber ich komme auf jeden Fall noch dazu. Freunde, ich verabschiede mich. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns sonst Montag wieder um 11 Uhr bin ich wieder da. Sonst morgen. Macht's gut. Tschüss.